Lied ist einfach zu gut, Alter, let's go. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Hukelu. Ich lasse das nur kurz auslaufen. Ja, Mann, Feeds Birthday, man. Was geht, was geht, was geht? Hukelu. Oh, das erinnert mich so an meine Kindheit. Einfach Voice City Radio. Eieiei. Was ist denn das nächste? Ja, Mann. Einfach Voice City damals gezockt. Immer in diese komischen Nachtclub gegangen, alle abgeknallt. Hallo. Einen wunderschönen guten Hallo Tag. Wie geht's dir stets? Vielen lieben Dank für die Geburtstagswünsche. Danke, danke, danke. Ich bin alt, Chat. Jetzt müsst ihr, ihr dürft mich nicht mehr ärgern jetzt. Dürft ihr nicht mehr. Ich bin alt. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin jetzt Opa Kusch. Boah, die Mucke ist gut, Alter. Dankeschön. Ach du Scheiße, Alter. Bro. What the Fiki? Dankeschön, Schoko. Danke. Ich bin kein, doch, ich bin Opa. Jetzt ist recht ärgern. Nein, ihr dürft nicht. Ich bin alt und gebrechlich. Und ich habe heute den bestesten Käsekuchen auf der ganzen Welt gegessen. Vorhin. Alles gut, ich küsse deine Kniekehle, Habibuk. Ich küsse eure Kniekehlen, Alter. Ich bin überwältigt. Hallo? Ja, ja, so. Ich lese vor. Ach du Scheiße. Und Spicy, vielen lieben Dank. Wird leider nicht angezeigt vorhin. Du weißt, was ich meine, ne? Dankeschön. Du Scheiße, 31er. Schon werde ich geärgert, Alter. Stich hier in mein Herz. Mr. Pony, Dankeschön für den Prime Sub im 32. Einfach ein geiler Dude, dieser Curtis. Dankeschön. Oh. Und Spicy, Dankeschön für den Resub im 32. Stufe 2. Dankeschön. Und Envy-Lay, Dankeschön für den Resub im 12. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Auch Tier 2. Der Martini, Dankeschön für den Prime 8. Schwester Kusch, Dankeschön für den Wisdom am 18. Ja. Und Neo TV, Dankeschön für den Wisdom am 12. Alles Gute, vielen lieben Dank, Neo. Und Dennis, Dankeschön für den Prime Sub am 19. Wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und alles Glück dieser Welt. Wünsche ich dir auch, wünsche euch allen. Vor allem Gesundheit. Nick, Dankeschön für den Wisdom am 14. Cat Jam, irgendwas mit Geburtstag. Und Precious oder Precious. Dankeschön für den Wisdom im 6.
Guten Hallo und Happy Birthday, Dankeschön. Harry Boy, Dankeschön für den Resub im 44. Auch mit Happy Birthday, Dankeschön, Dan Mac. Hat dein Char Ingame auch Geburtstag? Ja, der hat auch Geburtstag. Tatsächlich schon. Und Harry Boy, Dankeschön. Nate, Dankeschön für die 5 Gifted Subs. Und Sunny, Dankeschön für 5 Gifted Subs. QB, Dankeschön für den Prime Sub im 19. Pre-Soys. Danke ebenfalls für 5 Gifted Subs. MS, Dankeschön für den Prime Sub im 17. Tido, Dankeschön für den Resub im 10. Küsst euch alle. Da hat er recht. Und Lurch, Dankeschön für den Resub im 17. Hallo. Ich hab gesehen, du hast mit dem Timmer gezockt, ne? Ja. Pax, Dankeschön für den Resub im 2. Happy Birthday, vielen lieben Dank. Ömi, Dankeschön für die 2 Gifted Subs. Schoko, Dankeschön für den Resub im 22. Leon, Dankeschön für den Prime 37. Bolzer, danke für den Prime 29. mit Keiko Schlauf. Dark Dragon TP, Dankeschön für den Resub im 36. Alles Gute, danke. Marcy, Dankeschön für den Gifted Sub an Euphorlicious. Suiret, Dankeschön für den Prime 13. Samplex, Dankeschön für den Prime 12. Alcatraz, Dankeschön für den Resub im 20. Viro, danke für den Prime im 2. Corporal Mars, Dankeschön für den Resub im 8. Warum? Fuck, wo waren wir? Hallo Andi, hallo Blabla, hallo. Viro, Dankeschön für den Prime 2. Corporal Mars, danke für den Resub im 8. Alles Gute zum Geburtstag, Curtis, dankeschön. Mr. Anonymous, du alten Hacker, Dankeschön für 15 Gifted Subs, Bruder. Vielen lieben Dank. Und Dragonic, Dankeschön für den Resub 22. Alles erdenkliche Gute zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Immer. Oh mein Gott! Dankeschön. Und Gothic Monster, Dankeschön für den Resub im 47. Und Shorty, Dankeschön für den Resub im 10. Und die Jack. Die Dings, die Raucherlunge. Dokes, Dankeschön für 10 Gifted Subs, Buddy. Benzo, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Benzo Exil. MKLOL, Dankeschön für den Prime Sub im 24. Big Smokey, Dankeschön für den Prime im 6. Alles Gute, alter Mann. Boah, ich bin echt alt jetzt, ne? Und Pyro, Dankeschön für den Prime 19. Happy Birthday und Kiss over the Meow. Dankeschön. Und Dieter, Dankeschön für den Resub im 27. Monat. Und Holy Acke Infinity, Dankeschön für den Resub im 26. Übrigens 12 Monate in Folge steht hier. Dankeschön. Alles Gute zum Birthday, Diggi. Und Hilfeschwester Kusch hat gesagt, ich muss sub, sonst bekomme ich den Schlappen ab. Memo, Dankeschön für 10 Gifted Subs. Vielen lieben Dank. Veluro, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Und Holy, Dankeschön für den Prime im 29. Alles Gute, Kürtis. Dankeschön. Aber ich glaube, ich habe hier... Irgendwas ist hier nicht aufgelistet. Oder? General Amberg, Dankeschön für den Resub im 37. Monat. Alles Gute, Dankeschön. Dankeschön, Chat. Dankeschön für die Resubs. Dankeschön für alles. Sehen wir gucken. Und gehört das auch Izzy Geburtstag? Jaha. Jaha, Mr. Unicorn, jaha. Also der, eigentlich glaube ich alle meine Charakter haben am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ne, alles gut, okay, hab ich doch nichts verpasst. Chillig. Hi, wie geht's euch? Wer will Kuchen, wer will Tinkebettchen? Keiner? Okay. Dankeschön, Loco. So vergisst man das nicht in den Pommes, genau. Geil, husten erstmal eine Duftkerze, ja, Mann. Bist du Jungfrau vom Sternzeichen? Oh, nicht nur vom Sternzeichen, mein Freund. Nordi, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Dankeschön. Wir haben Käsekuchen und wir haben eine Minion-Torte. Die habe ich aber noch nicht probiert, das mache ich nachher. Ich weiß nicht, wie die schmeckt, aber ich hoffe, die schmeckt gut. Nordi, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs, Mann. Und Vanya, Dankeschön für den Prime Sub im 12. Und Spike, Dankeschön für den Resub im 25. Auch mit Amazon Prime. Wie fühlst du dich mit 22? Boah, wäre ich nochmal 22, ne? Das wäre echt eine wilde Zeit. Ich bin auch im Club der ewigen Jungfrauen. Wie nur, wenn du willst. Slide over it. Also für eine Schachtel Kippen mache ich alles so.
Und wie war es, Milas Toast-Torte? Ja, Milas Toast-Torte, könnt ihr euch bei Twitter angucken, die war... Warte, was steht hier? Milas Toast war super lecker und ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen lieben Dank nochmal an Mila. I love you, bitch. Dankeschön, Kilo. Ey, wir zocken übrigens heute kein RP, ne? Ich sage dir das. Wir zocken. Ich habe hier ein paar Idioten mit. Die nennen sich meine Freunde. Das ist der Jagd, das ist der Beatty, der Güffi. Ich glaube Lucky, ich glaube Memo, Mila, Nate, Soldi, Nick. Wir zocken. Wir quatschen ein bisschen. Und wir zocken Gartic Phone, Alter. Und ich hoffe so sehr vom ganzen Herzen, dass keine Schwänze gemalt werden. Ich finde, heute passt kein RP rein in die Permis hier. Ach komm, die hast du doch bezahlt. Psst. Psst. Dankeschön, T-Frosch. Verstehe ich, warum die... Wo ist Schwester Kusch? Kann sein, dass die zur Mama gefahren ist. Der Vogel muss nämlich gefüttert werden. Also nicht ich, sondern der echte Vogel. Hä? So, der Herr Kusch hat also Freunde. Ja, hab ich auch. Ich hab viele Freunde. Warum ist der Nick eigentlich hier im Chat? Musst du nicht rumdeffen? Dankeschön, Chetonka. Und T-Frosch, Dankeschön für den Resub im 21. Monat mit Prime. Amazon Prime. Alles Gute, Big Boy. Merci. Und Unicorn, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Du Duisburger Holding, du. Warum ärgert ihr mich? Ich hab Freunde. Der Song ist Banger, Junge. Das ist einfach Vice City. Das ist einfach Fever. FM. Also ich habe keine Freunde. Doch, Daynet, wir sind deine Freunde. Könntest alles Gute von der Mino. Du solltest gesund bleiben, Habibi. Ich hoffe, Bruder. Ich hoffe. Dankeschön. Heute Taschendieb aufgehalten in Stadtmitte, oder was? Hey, Spoon. Vielen lieben Dank für 3 Gifte Zaps, Bruder. Hast du den so richtig Dropcock-mäßig? By the way. Dropkick-mäßig in das Forum getreten? Den alten Taschendieb? Hab Beinchen gestellt, so gehört sich das. Oh, ich hab schon einen Invite-Link bekommen. Oh mein Gott, was hab ich gemacht? Ey, die wollen... Warte mal. Wollt ihr jetzt schon anfangen? Können wir noch... Ach so, okay. Ja, alles klar, auch rein, Adelan. Beinchen gestellt war bei der Köger nicht Forum. Du dummer Penner. Warum dummer Penner, Weezy? Ist da der Taschendieb etwa Matt? Herr Weezy. Und Micho, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps. What's poppin'? Was geht? Bitte. Weezy memt nur. Weezy ist eine laufende Meme. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich teile mein Tinkpäckchen und meine Torte und meinen Kuchen und alles mit euch heute. Singen die gleich für ihn? Ich hoffe. Wenn nicht, muss ich die dran erinnern oder die zwingen. Wenn nicht, bann ich die vom Teamspeak runter. Micho, vielen lieben Dank, Mann. Und Mescalero, Dankeschön für den Wiesner beim 11. Alles Gute, Kurt. Dankeschön. Holic Drive? Du hast den Holic im Mautbruch, von dem ich schon seit Monaten nichts mehr gehört. Von dem Kumpel. Du kriegst einen Taxifahrt gratis, der Bö. Bruder Ali, du bist richtig Kicker, Alter, aber ich mag deine EP. Ich hoffe, dass du das durchziehst und dich nicht davon irgendwie stressen lässt, dass der Server gerade noch in der Beta ist und vielleicht gerade nicht so viel geht. Und immer wieder Features nachgeschoben werden. Ich hoffe, du bleibst treu. Hallo, Le Beitz. Und den Nemi, Dankeschön für den Resub im dritten. So, die Frage aller Fragen, Chat. Soll ich die Mucke anlassen, ein bisschen leiser machen und das VOD gemutet lassen? Oder soll ich die Musik gleich ausmachen und VOD anmachen? Für die Leute, die vielleicht heute nicht zugucken können, aber sich Gothic Phone reinziehen wollen. Aus? Musik aus. Okay, alles klar. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und schöne freie Tage ohne mich. Ich hatte... Bis auf weiteres schöne Tage, aber auch da waren auch ein paar nicht so schöne Sachen dabei. Leider. Eigentlich kann ich euch das erzählen, weil immer die Frage im Dings auftaucht. Ich wurde
Boah, jetzt ein bisschen Dings. Ja, ich wurde aus dem, warum auch immer, ohne dass mir Bescheid gegeben wurde, aus dem Unity-Team rausgekickt. Ohne dass irgendeiner gekommen ist und meinte, jo, das und deswegen. Obwohl ich immer bei Dexus kommuniziert habe, dass wenn irgendwas da ist, dass ich am Start bin. Und dass ich momentan auf dem Server nicht connecten kann, weil der Server mich nicht die Ressourcen runterladen lässt. Und irgendwie fühle ich mich da dann jetzt auch nicht mehr, weil es wird ja irgendwie drauf geschissen. Weil ich meine, mir sagt keiner Bescheid. Mir schreibt nicht mal einer und fragt, jo, was ist los? Denke ich mal, das hat sich dann leider da erledigt. Obwohl ich die Leute sehr mag, immer noch. Aber man fühlt sich halt ein bisschen, wenn sowas passiert, nicht sehr willkommen. Leider. Damit du Bescheid wisst. Weil du dich scheiße geäußert hast im Stream? Nee, ich habe mich nie scheiße geäußert. Ich habe immer gesagt, Unity ist Herz und ich werde da weiterspielen. Nur momentan weiß ich nicht, was ich da im MP machen soll. Weil ich da 9 Monate oder so lange gezockt habe. Und ich kann nicht auf den Server connecten. Und ich will einfach mal für meinen Kopf und so frischen Wind. Dankeschön, Barry. Naja, bei der Kleidung halt. Bei der Kleidung habe ich mich, nachdem ich 5 oder 6 Gespräche geführt habe mit irgendwelchen Personen, die in der Führungsebene da sitzen, zurückgezogen, weil eine gewisse Person da rumgewütet hat und das ganze Feature gefickt hat. Es gibt doch kein Kickerware mehr. Das wird bis zum 31.08. wird das geschlossen. Das Feature ist kaputt. Das wird auch nicht mehr bespielt jetzt. Ja, das ist nicht fies, das ist sogar mehr als fies, finde ich. Also ich habe so viel Dings reingesteckt, nicht nur wegen den Klamotten, auch so immer wieder. Und ich wäre lange am Start, ich bin immer noch am Start gewesen. Ich habe das auch nur so kommuniziert, aber ich kann nichts machen. Wenn ich nicht auf den Server connecten kann und ich quasi in den Support gehe und frage, ob die den Fix dafür haben, und mir wird gesagt, liegt an Rage MP. Und Mila hat das gleiche Problem. Was soll ich da machen? Hallo Firejumper. Ich würde einfach, ohne was zu sagen, so komplett. Ich war ja da quasi im Dev-Team und Advisor, habe ich beide Rollen verloren. Mir wurde nichts gesagt, aber. Ich dachte eigentlich, man ist befreundet mit dem Dexus und so. Ich habe auch nachgefragt, ich habe geschrieben, ich habe zu Dexus gesagt. Ganz großes Kino, jemanden einfach rauszukicken, ohne was zu sagen. Obwohl ich kommuniziert habe, wenn irgendwas ist, ich bin da. Und da habe ich als Antwort bekommen, eigentlich solltest du nur das D entfernt bekommen. So, dann habe ich einen Daumen hoch geschickt und dann kam auch nichts mehr. Also scheint auch kein Interesse zu sein. Dankeschön, Serbe, vielen lieben Dank. Aber ist so. Bin ich ein bisschen traurig drüber, muss ich zugeben. Bin ich echt ein bisschen traurig drüber. Weil ich hatte nicht vor, Unity zu verlassen. Aber jetzt werde ich ja quasi halt dazu gezwungen. Leider. Und Raymond, dankeschön für den Resub im 16. Alles Gute. Und war es Lachsnacken? Ich konnte damals den Namen schon nicht aussprechen. Lachsnacken. Oder Lachsnacken. Dankeschön für den Prime-Sub im 7. Und Ömekis, dankeschön für den Gifted Zap an Nils. Ist Nils hier? Hab ich überlesen? Wie man oft hört, ist halt Unity. Nee, ich möchte jetzt auch nicht gegen den Server hetzen. Nicht sowas sagen, bitte. Ich bin immer noch, ich sag von meiner Seite aus befreundet mit den Leuten. Ich mag die auch. Ich habe auch nie was gegen die gehabt. Ich habe meine, ich nenne sie einfach mal meine eigenen Leute oder die Leute, mit denen ich da zusammengespielt habe. Und die da Scheiße gebaut haben, auf irgendeine Art und Weise, mehr als einmal zurechtgestützt und zusammengeschissen, wenn die den Server, wenn die da irgendwie was Dummes gemacht haben. Aber bei mir hat sich keiner gemeldet, also denke ich mal, dass ich nicht willkommen bin. Und dem werde ich dann einfach folgen. Wir spielen ja eh auf Nifty und wer weiß, wohin uns der Weg führen wird. Egal, ja, Habibi, du hast jetzt Abo Ali. Drück den roten Schnopf, wenn du dich mal wegschickst. Und Tanzäpfle, Dankeschön für den Prime-Sub im 28. Monat. Und Blitzlang, Dankeschön für 5 Gifte-Zubs. Aber egal, erstmal Gothic-Phone, ja.
Dankeschön, Chris Cross. Das wollte ich nur kommunizieren für euch, weil immer wieder die Frage aufkommt, weil ich ja momentan auf Nifty unterwegs bin. Einfach, weil ich mir mal das so mit den NPCs und so angucken will. Und weil der Server auch Spaß macht. Mal gucken. Alles Gute, mach weiter so. Guck dich schon seit live damals und auf HS hatten wir auch RP zusammen. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Auf weitere coole Streams. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Dann kannst du Unity entfernen. Ja, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Aber, ja. Hallo, bin ich hier richtig beim Geburtstagskind? Guten Tag, ihr Lieben. Hallo, Curtis, alles Gute zu deinem Ehrentag. Dankeschön, Opa Willi. Ich hab gesehen, du hast dich auch auf Nifty gewitelistet, ne? Mutz, mach mal was. Sag, wirst du getimeoutet, Weezy. Das war übrigens der Leon. Falls du dem schreiben willst. Dankeschön, Kingpin. Und Blitzlight, danke nochmal. Vielen lieben Dank. Und Ali, vielen lieben Dank für den Prime Sub im 12. und alles Gute. Merci, merci, merci. Ich hab, ach man, wollte ich überraschen. Falls wir uns über den Weg laufen. Ich hab das gesehen, ich hab alles im Blick, Mann. Ich hab das mitbekommen. Dankeschön, Pete. Bitte, bitte, dankeschön, Blitzlenk, dankeschön. So. Ich glaube, die warten schon. Ich mach mal Musik auf. Hallo, VOD. Boah, ich hoffe, dass ich das richtig hinbekomme hier mit dem Browser, ne? Ich habe keinen Bock, irgendwelche Sachen zu zeigen, die hier nicht sein sollen. Auch. Und Mathis, vielen lieben Dank für 5 Gift-Zaps. Und Fabi, danke schön für den Prime-Sub um 18. Ich bin 31 geworden. Ich bin alt. Ich hab Private. Ich hab einfach hier irgendwas gemacht jetzt, Unicorn. Ich bin ein Profi-Streamer. Hallo, da kann man reden. Das ist einfach. Ja. Wer ist denn jetzt hier? Jamal hat bestimmt. Los? Oh mein Gott, Alter. Das ist halt Lucky Zock. Der Matt hat ja was gesagt. Hat nichts gesagt. Dann raus mit dir. Und Johnny ist auch sowieso in dieser Bowie Pommes. Yeah. Johnny ist weg. So, Jack ist da, Beatty zockt mit, Dämmer zockt mit. Ja, wir gehen rein. Ja. Giffy, Memo zockt auch mit, Mila. Alle, die hier sind, zocken mit. Alle, die hier. Wir sind schon in der Lobby. Chat hat übrigens gesagt, dass Mila singen muss, ne? Also, pst. Ich bin nicht Mila. Hey, komm, ich habe heute ein paar. Brauchst du was zu trinken? Niemand hat mitgemacht. Ey. Ich war wir haben gerade zusammen gesungen. Sing oder ich lösche dich aus dem Internet. Oh. Ich frage nochmal den Vater. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lauter! Happy birthday to you. Besser so, sonst hätte ich deinen ganzen Viewer wieder weggenommen. Oh. Let's go. Was hast du jetzt gesagt? Angst, Potter. Oh. Z-Game, Gartic Phone heißt das, ne? Gibt's dafür? Müsste es geben. Zeig bitte nicht unsere Bilder da aus Versehen. Ich hab Angst umzuschalten, aber wir machen das. Wir gehen jetzt rein in die Pommes. Mach doch Bildschirm aus. Happy Birthday to you. Das hier aber schummeln. Okay, wollen wir loslegen? Oha. Wir starten. Ey, ohne Schwänze mal, ne? Ja. Schreib mal einen Satz. Okay, Keine Schwänze werden gemacht, ich sag's doch. Ja. Das ist nicht mal verboten. Und guck nicht den Stream, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war denn das für eine Bombe? Hallo, was soll ich schreiben? Ja, ist gestretched, damit man das oben nicht sieht. Aber ich hoffe, das ist okay so. Wow. Oh, Schisse. Ich hab Stream erstmal auf Pause gemacht. Jetzt muss ich viele Sachen auf einmal machen. Was denn? Ach du Scheiße. Oh, ich bin so krieg ich doch hin. Das schon wieder für Sachen. Ich bin so schlecht im Malen, ich sag euch wieder das. Ich die, ne? Darf man ein Strichmännchen malen? Hallo, ja, könnt ihr mich hören? Wie sieht nur mal ein Koala aus?
Verstehe ich nicht. Wie sieht ein Koala nochmal aus? Ich bin so dumm, Alter. Boah, wir sind schon fertig. Ja, ohne Zeit. Alles entspannt. Ja. Nein, es ist mit Zeit. Nee, ohne. Wir haben ohne. Wenn die meisten fertig sind, dann... Johnny, vielen lieben Dank. Und Kingpin, Bruder. Keine Ahnung, was soll ich sagen, Alter. Ja, der ist so grau, aber seine Ohren sind so komisch. Ein blödes Fadenkreuz auf meinem Monitor. Was mache ich? Ah, deswegen, Jack. Die haben so einen Kopf, ne? So ungefähr. Dann haben die... Die haben so Büschelohren. Ey, warte mal, das ist blöd. Das erkennt keine Sau, ich meine, Alter. Dann haben die schwarze Nase. Glaube ich. Hoffe ich. Grüne Augen haben die. Dann sind die dick. Ach ja. Und die haben immer so dieses Dings auf dem Bauch. Ruhig, da kenne ich euch gar nicht, Len. Kannst du bitte ruhig sein damit? Entschuldigung. In der Schule, Klassenarbeit einfach. Fertig. Fertig. Ja, ja. Das geht doch so, oder, Chat? Oh. Warte, der Koala braucht noch ein... Der braucht noch ein Seil. Ey, kein Druck, bitte. Alles entspannt, alles entspannt. Ich muss den noch grau machen. Nein, arbeiten. Ich hab was vergessen. Wie viel Zeit habe ich noch? Nein, ich hab's falsch gemalt. Ah, egal, scheiß drauf. Bin ich nicht gemalt. Bin überfordert. Oder der kennt doch keine Sau, was ich hier mal. Paprika-Ecken, yo, 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 oh, yo. Kacke, ey. Ich bin richtige Picasso, Alter. Nein. Geht das klar, Chat? Ohne Druck. Meinst du, das ja, werden die kennen? Ja, macht keinen Druck, Freunde. Und dein Telefon klingelt schon. Ja, kein Telefon. Ach, doch, oder? Mit. Ich glaube, die Augen müssen wir schnell neu machen. Das ist übrigens ein Eisberg, warum auch immer. Fertig. Doch, das erkennt man doch. Das ist... Fertig. Oh, hallo. Mein Fertig. Herz. Oh. Was? Penner. Was? Hä? Was ist das denn? Okay, weil jetzt alle sagen, was? Hä? Penner, Güffi, hatte eine Karotte oder einen Blunt in der Hand? Was denn hier? Güffi spielt. Ist traurig. Güffi ist traurig und spielt mit Kacke. Glaube ich. Hallo? Ja. Hallo? Ah. Kingpin, vielen lieben Dank für 50 Gifte-Zubs, Bruder. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ganz ehrlich, Alter. Was? Oh. Und Weezy, danke schön für 5 Gifte-Zubs. Lila Plündertsport. Ich bin der schlechteste Maler dieser Welt. Wie soll ich das schaffen? Bitte mich nicht jetzt Maler. Ich würde mich eher Künstler nennen. Ihr kriegt erstmal ein Kleid. Radira, wo bist du, mein Freund? Hä? So ein Spaghetti-Kleid. Was los? Scheiße, was? Dann brauchen wir... Ne, Mila ist orange wie Donald Trump. Nein. Dann hat die hier so einen Arm. Das ist der Hals. Dann geht der andere Arm hier so. Geht hier unten wieder rein. Dann hat die einen Kopf. Und eine übel lange Nase. Er ist noch schon fertig, alles chillt mal. Grüne Haare. Leider. Doch, 4 von 10 steht da. Nee, das ist die Runde. Vierte Runde. Ach so, oh Gott. Ich hatte auch gerade schon Panik. Die Farbe tut weh im Auge. Oh. Mein Auge tut weh. Ach du Kacke.
Mila freut sich. Da müssen wir schnell drüber malen. Ja, ja, gehen, gehen. Ihre Beine sieht man nicht. Ohne Sinn. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wie findet ihr meine Interpretation von Mila? Wir brauchen jetzt noch ein Glücksschwein. Wir machen das erstmal so. Mila hat bestimmt wieder voll die Kunstwerke gemacht. Nee. Dirk, warum lachst du? Fuck. Da oben ist da immer so ein Dings rein. Da muss ein Geldschein hin. Das Sparschein? Okay, dann brauch ich schnell noch. Ich brauch Geld in der Hand. Ich bin so konzentriert gerade, Alter, nicht mal so schlecht, ne? Ich brauch schnell eine Kasse. Bye, have a beautiful time. Ja, Mann, das Schenk. Ist ein Kunstwerk, das kann ich so abgeben. Same, same, same. Ja, wohl noch Zeit. Hey, Demba, kein Stress. Kein Druck. Oh, mein Herz ist dafür nicht gemacht. Also, ich bin echt zufrieden mit meinem Bild. Give ya. Also bisher ist schon nur Zeit rausgekommen, aber ich glaube, das wird pro Das Problem ist, wenn bei manchen Leuten... Perfekt, oder? Ja, wie soll man die zeichnen? Dann schreibe ich einfach einen Namen auf T-Shirt. Ich bin fertig. Ja, ich. Oh. Oha. Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was zum Teufel? Warum hat der nur einen Zahn? Hä? Oh, was ist das denn? Oha, was? Junge. Na. Das würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Was? Wir haben übrigens gesagt, wir malen keine Schwänze, ne? Ach so. Ja, ja. Ach, der Hosenstall. Ja, ja. Oh, oh. Oh mein Gott. Was? Ich konnte nicht fertig schreiben. Mann, was labert ihr? Was soll man denn hier? Bro, ihr seid so dumm, ich hasse euch schon wieder, ne? Ich kann auch nicht fertig machen. Mann! Ich dachte, ohne reintrollen. Was ist das denn, Alter? Was soll man sowas so denn meinen? Ja, das hab ich. Was? Warum schreit ihr alle? Halt die Klappe. Okay. Timba, was war das? Mann, der Moals Maul! Du willst dich niemals ändern. Warum nicht? Achso, okay. Fertig. So dumme Kicker, ne? Ehrlich. War doch klar, Mensch. Ach Mann, jetzt muss ich die gleich nochmal neu ziehen, ich Idiot, Alter. Mann!
Ich hab schon extra ein Fenster zugemacht, hat mich das ganze Dorf nicht gehört. Könnt ihr eh nur 7 Leute. Aber auch die hören uns. So schön. Ach, das wird. Das wird. Dass man sich das ausgedacht hat, auf dir fein Ärmel beim Händewaschen runter. Oha, Mann, nicht diesen. Das ist mir vorhin passiert. Wie kann ich denn... Ach, naja. Kann man ranzoomen? Ah, ah. Alter 4. Das hat nicht funktioniert, das hat sich mein Browser beendet. Ich bin so, ich meine so scheiße und ich bin so hoch konzentriert, ne? Liegt am Alter. Bist du nicht genauso alt wie ich, du Hässling? Ja. Nach der Scheiße, jetzt zweifle ich meine eigene Intelligenz nochmal an, Alter. Ich auch. Was heißt das, wenn das klingelt? Wir gehen rein! Oben ist die Zeit geht los. Oh mein Gott, hat man nicht. Oh mein Gott! Ich glaube, eine Minute hast du dann noch. Hilfe! Niemals. 3 Sekunden oder so. Ja? Mhm. Nur wie schnell das geht. 21. Ja, okay, na, wenn ihr mir jetzt so Druck macht, dann bin ich jetzt fertig, ist okay? Ich bin der hässlichste Mensch. Okay, kann schon eine Minute sein. Was habe ich hier gemacht, Alter? Ich freue mich schon wieder auf die Auflösung. Ja, das wird herrlich. Was ist das denn? Leute! Was ist das denn? Hä? Hä? Wollen die Scheiße? Ja, den hätte ich weiß. Nifty Ape, Dankeschön für den Resub im 11. Monat. Auch 11 Monate in Folge, Dankeschön. Bei Runden. Ihr seid absolut krass, ich liebe es. Scheiße, warum schreibe ich denn das eigentlich, Idiot? Was ist das denn? Hey. Was? Hey, so. Wie soll ich das denn machen? Also, oder was? Arsch, Alter. Mit der Scheiße. Da steht im Wald, Alter. Getrollt wird nicht. Wer trollt, der fliegt. Ja. Ihr macht halt einfach kaputt, ich fliege. Wie soll ich mal was malen jetzt, bitte? Du sollst malen. Selber. Oh mein Gott, die Auflösung. Ich hab schon wieder Angst, ne? Vor was? Ich hab Angst wieder. Warum, Bruder? Also bisher habe ich kein Pimmel gesehen. Ist alles gut. Auch nicht. Ich hab gefühlt noch nie einen gesehen. Das war lustig. Man kann nicht ranzoomen, ne? Nein, Alter 4. Oh, wer soll das ziehen? Da denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich vorm Spiegel stehe. Alter 4? Kutzi! Du bist voll Idiot. Du bist voll Idiot. Hey, geht ja. Bye, have a beautiful time. Mir. Ach, keine Ahnung, wie ich das malen soll. Was habt ihr denn da gemacht? Hallo. Keine Ahnung. Hi. Hi. Ja, ich bin der hässlichste Mensch. Also. Ja. Ja, Dingelsbummens. Ja. Ja. Wie soll ich das mal? Ich kann nicht mal zweidimensional denken, Alter. Wenn ich jetzt frage, was ist zweidimensional, kriege ich Ärger. Ich schwöre dir, Bruder. Ich kann keine gerade Linie machen. Hört auf. Nein! Ich mag lieber gar nicht. Oh, nein, was ist geschehen? Wenn ich jetzt mag, was zwei die Witze, dann ist es richtig der Ärger. Oh Bruder, Wallah, keine Ahnung. Keine
Keine gerade Linie. Oh mein Gott. Ich krieg hier gar nichts hin, Alter. Oh mein Gott, was ist das denn, Alter? Egal, egal. Ich hab auch einfach gedrückt. Ja, ruf an. Ich weiß nicht, komplett. Ich mach auch diese Runde nur scheiße. Ich glaube, wir sind alle die Runde ziemlich beschissen. Oh mein Gott, Alter. Ich krieg einfach jetzt schon Kopfschmerzen. Let's go, gleich letzte Runde. Scheiße. Der kennt doch keinen Schwanz, was ich hier mache. Wenn ich jetzt wieder frage, was zwei dem ich dann alles Was ist das? Hä, Bruder, was? Was soll das denn sein? Was? Boah. Ach so, jetzt bei meinem alles Bild klar. Hat das nicht gereicht, das war zu so klein, dann habe ich rechts aber weitergemalt. Junge, Alter. Oh hat mein Bart Gott. Am Hals. Ranjit, Dankeschön für den Wiesab im 9. Budi, alles Gute, Dankeschön, ich küsse dein Auge. Und Dankeschön für den Gifte, dann Echo to the O. Und Struppi, Dankeschön für den Wiesab im 37. Hallo, egal. Vielen Dank. Und Sibulin, Dankeschön für den Wiesab im 7. Jack. Das ist so dumm, ne? Boah, das ist halt echt krass. Und wie soll ich jetzt eine komplette Straße malen? Ja. Bei Linien. Andere Idee. Ja, das ist ja einfach. Ja, also wer auf sowas kommt, ne? Ach, keine Hobbys, ne? Ich schwöre. Jo. Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Nee. Oh. Ein falscher Klick, na, alles vorbei. Meinst du, die erkennen hat, dass das ein Dings ist? Noch nicht wahrscheinlich. Hallo? Die hören mich nicht. Wie kriege ich denn jetzt am besten? Muss ein Schornstein werden. Also so ein Hochofen. Ja, Mann. Gleich geht's ab. Ach, war das schon die letzte Runde? Ja, ja. Mhm. Scheiße. Oh. Wio, wio. Ich hoffe, die. Aber jeder weiß, dass Jörg ein Kettenraucher ist, von daher. Denk, nee, das reicht. So denk, das reicht. Fand ich mal, oder? Und Medium Pille, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Und Prey, Dankeschön für den Prime Sub im 9. Und Auvi, Dankeschön für den Prime 29. Herzlichen Glückwunsch, der Herr. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und Eisen, danke für den Resub im 51. mit Reich Schatzi. Und Schlange, Dankeschön für $24. Für die Tinkepäckchenkasse. Alles Gute. Cool, Lucky Gang. Dankeschön. Und Sibulin hatten wir, ne? Vielen Dank. Da ist das letzte. Nein, ich hab's verneint. Da fehlt was.
Warte mal, sind wir jetzt schon fertig? Ja. Los geht's. Gottes Willen, Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin fertig. Auf geht's. Auf geht's. Mila. Gratis mit Premium Geburtstagsdotte. Oh nein. Opa Curtis hat Geburtstag und freut sich über Torte. Boah, der kann voll gut malen. Curtis, der 31er. Wer ist Tinky Winky, Alter? Das ist Nick. Das ist Nick. Fixer. Toast mit Käse zum 31. Geburtstag. Oh, oh. Wow, mit sehr 3D schön, und so. Maschallah, Junge, Alter. Leckere Käseplatte mit Stiel. Der Memo wieder. Junge, der scheißt richtig rein. Scheiß Memo. Unterladung. Ich schlapp mir jedes Gefühl runter. Das war so klar, dass der Memo reinscheißt. Mila nimmt Sprengfass und springt auf Gegnerschiff. Ah, oh mein das Gott. Das habe ich nie bekommen. Ich hab damals ganz gesagt. Oh Gott. Legendäre aber Piraten war klar, dass Beatty wieder über Mila schreibt, verliebt. Oh Gott, die Piratencrew. Ich hab da was ganz anderes gesehen. Ja, ich hab nichts geschrieben, ich war am Lachen. Ah, gut. Einfach leer. Ja, jetzt guck ich. Grove Street wandert aus. Schiff, Junge. Flughafen, komm, wir wandern aus. Grove wandert aus. Jo, übertreib nicht. Ich hab gleich 3D gemacht hier, Junge. Ich sehe da gar nichts. Ich auch nicht. Das ist eine Straße. Warum schreibst du das denn, Alter? Na, das war der Kreis. N.A.A. Ätschelt und hebt die Arme. Oh mein Gott, bist du warm, Junge. Ned entdeckt sich selbst im Spiegel. Ned guckt sich Bild von Mann mit Mütze an. Ah ja. Das war das. Denver, Junge. Ned, der Idiot, findet den Lichtschalter. Scheiße. Wo blind. Auf einmal Russe geworden. Oh mein Gott, mir ist so warm, Alter. Mir ist so unfassbar warm. Jetzt kommt ein Mila backt einen Geburtstagskuchen für Curtis. Hey, du kannst. Ach nee, das ist der Nick. Mila plündert Sparschwein für Geschenk für Curtis. Wie kommt man da auf Sparschwein, Junge? Links das. Das war Fanti, Junge. Hab ich die Nase gut getroffen, Mila? Verkauft Geschenk mit Geld und Schwein. Was soll dieses Schwein? Schwein. Pflanze gegen Blume gehören. Pflanze gegen Blume. Guck da. Sonnenblume wird gegossen von schlecht gelaunten Typ. Oh mein Gott, ich bin so am Schwitzen, Alter. Scheiße, alles geleakt. Alter. Mein Bauch tut weh. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Oh ne, bitte nicht. Ungefähr oh. Nachdem er beleidigt wird und sich stark machen will. Wie jeden Tag ein Teamsieg. Hey, hey, hey. Was ist das? Oh mein Gott. Ist denn? Goofy ist traurig und spielt mit Kacke. Goofy spielt mit Scheiße. Schaut ihr Zeichenpad, das ist unfair. Ui Memo nee, Masala Lekka. Ui Memo Masala Lekka. Ui Memo Masala Lekka. Oh Memo ist mit Teller Nudeln. Immer rein. Oh. Ach, das war das. Koala erklimmt einen Berg. Das hab ich nicht. Oder was? Hä? Was für ein Koala, Junge, Alter. Das war stark. Das war wahrscheinlich die Beschreibung, die bei Jagd stand. Koala hält sich an sein Koala Fest. Wenigstens hat man den Koala. Was ist denn da gemalt?
Oh mein Gott, oh Gott, ich weiß, was da rauskam. Boot, alle ich weiß, was da rauskam. Eine Maus mit brutaler Hantel, Memo wieder. Brutale. Was ist das für eine Maus, Junge? Was sind die Ohren? Ratte trainiert mit einem Tacho. Ratte trainiert mit einem Taco. Oh mein Gott, mir ist so warm. Memo wird mit Döner zum Tee. Alles klar. Was ist das? Zum Tiger, so. Ach, zum Tiger. Oh. Jack raucht eine Kippe und hostet. Ja, du schreibst Jack dahin, Alter. Wie soll man das sonst erkennen, dass das Jack ist? Und hostet. Boah, Mila. Ja, ich hab da richtig reingeschissen. Oh Gott, Junge. Oh Gott. Da hab ich auch richtig reingekegelt. Jemand kifft und macht gleichzeitig Kösschen. Oh mein Gott. Ach, das war das. So, dann du ist bekifft und frisst vergammelten Chicken. Das war Denver. Dann du. Dann du. Dann du. Ach du grüne Neune, Junge. Du Heimatland. Oh mein Gott. Denver popelt in der Nase. Hä? Welche Kindergarten sind wir, ne? Ach so. Lecker. Ach schon, was war das? Wofür läuft nasse Popel aus Nase? Oha. Goofy mit Sonnenbrand und Pickel stinkt nach kleiner Pippi-Mann. Goofy hat Sonnenbrand im Gesicht. Goofy ist sauer im Kinderzimmer. Sauer. Oh, ich kann nicht mehr. Zebra. Ah. Wow. Hey, oh, nee. Zebra, okay, Zebra gemalt. Was kam da? Memo, ich hab auch kein Zebra. Memo hat einfach Tigerente gemalt. Mit Schnabel krabbelt auf dem Boden rum. Einfach Tigerente gemalt. Ach, das ist Schnabel. Goofy liegt vor Babybett und hat sich eingekackt U angekotzt. Oh Gott. Aber ich hab's erkannt. Goofy muss im Kinderbett unter einem Mobili kotzen. Mobili. Oder was? Oh mein Gott, das ist das. Goofy steht im Gitterbett unter der Sonne. Jeder auf Goofy kommt. Jeder meint auch so ein verdreckiges scheiß Kinderbett, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich hab bestimmt irgendeine Scheiße hingeschrieben am Anfang. Demba läuft einfach krumm. Anjo. Boah. Ach so. Ja, das geht ab, Picasso. Heftiger Maulfoker reitet mit maximalen Drill eine Wolke. Ich hab so eine Scheiße gemalt. Oh, wie schlecht. Jack hat jetzt Kutschi-Schlappen. Oh, ich weiß, was kommt. Ich wollte mehr schreiben, aber ging nicht. Oh, ich weiß, was kommt. Ja. Jack bängt ganz entspannt seine Gucci-Slippe. Oh. Hä? Da war ein Schmerz zu Ende. Das war zu viel. Einfach Kamin Schornstein. Oh, Junge. Ich hasse euch alle. Hallo. Ich muss ganz kurz weg, ja? Ja. Oh. Oh, Hilfe. Oh, mein Kopf, Alter. Was ist geschehen? Mein Kopf. Ehrlich. Es ist so anstrengend. Mir ist so warm, ne? Der Hals. Bei dem Giffy-Bild, der Hals. Oh mein Gott. Und Memo scheißt richtig rein die ganze Zeit. Ja, Bruder, was soll ich machen? Wenn ich jetzt frage, was 2D bedeutet, kriege ich wieder Ärger. Oh mein Gott. Boah, erstmal beruhigen. 1-2 Minuten Pause. Erstmal eine Duftkerze. Oh. Ne. Oh. Hast uns alle, ne? Mein Körper tut weh, ich bin alt. Ehrlich. Was ist geschehen? Oh mein Gott, Alter, mir tut alles weh. Wollen wir Animation mal ausprobieren? Ja. Ja, warum nicht? Was ist das? Keine Ahnung. Das geht so. Medium-Pille, habe ich vorgelesen? Egal, danke schön nochmal für 5 giftige Zaps, Buddy.
Und Jekko, Dankeschön für den Prime im 25. Und D-Line, Dankeschön für den Prime im 26. Yeah, yeah. Und Choco, vielen Dank für 10 Subs. Animierter Pimmel. Und Timmer, Dankeschön für 3 Von klein zu groß. Hallo. Es werden hier keine Tipps gemacht. Hallo. PC-Stream. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Kann ich mehr. Das ist die erste Runde. Mir ist warm und gleichzeitig kalt. Hast du deine Wechseljahre? So, ich mache jetzt erstmal Fenster zu, meine armen Nachbarn. Ruhrportellen, vielen lieben Dank für 10 giftete Zaps, Mann. Dankeschön. Uruk? Dankeschön, danke, danke, danke für den Support. Dankeschön. Und Dankeschön für die Glückwünsche. Was habt ihr jetzt? Animation? Ach du Scheiße. Nur mal sehen, eure Herzen. Ich hab noch nie gespielt. Was heißt das? Was bedeutet das mit Animation? Zeit für Animation. Ich erstelle gemeinsam mit anderen Animationen. Gucken einfach. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie alle zusammen unterschiedliche Szenen. Ah, dass daraus eine Animation entsteht. Ja, ja, oh mein Gott. Oh Gott. Also ich bin ready. Jinxie, Dankeschön. Und das ist aber schwer, wenn mein Mund nicht weiß, was 2D ist. Oh, ich zieh mir mal ganz kurz Nudi an. Mir ist warm und kalt gleichzeitig. Spaß beiseite. Ja, du weißt doch, was 3D ist. Ja, ja. Ja, hast du damals GTA 1 oder GTA 2 gespielt? Komm. GTA 2 habe ich gespielt. Die sehe ich auch von oben. Je, das ist 2D. Doof erklärt. Weiter? Ja. Ja, doof erklärt ist es das. Ja. Memo, guck mal auf deine Hand. Ja, Bruder. Das ist 3D. Was? Ja, das ist 3D. Ach so, gefüllt meinst du? Nein, oh Gott. Gefüllt. Ja, ausgemalt. Also, also 2D ist quasi, wenn du nur Strichmännchen malst und 3D ist, wenn es ausgefüllt ist. Aber man hat dir jetzt gerade wirklich gefragt, was 2D ist? Nein. Ja, ich habe Wikipedia einen Link geschickt, alles gut. Ja, ach, das kannst du mir nicht erzählen, Memo. Du hast eine ganze Dingshalle geleitet, Alter. Also? Ja, ja. Du willst doch wohl wissen, was 2D ist. Natürlich. In welcher Dimension sehen wir denn mit unseren Augen, Memo? 5. Er kann einfach in die Zukunft gucken. Oh, können wir einfach weiterspielen? Wann geht's los? Oh. Ist Nate schon wieder da? Oh mein Gott. Ja. Ja. Mein Bauchnabel kribbelt. Mein Bauchnabel kribbelt. Ja, ich bin da. Jetzt geh da rein! Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Ja? Ja, ja. Okay. Oh. Wie? Hä? Ja, was? Ich muss die erste Zeichnung erstellen. Ich auch. Nee, ich auch. Ich auch. Jeder muss. Ja, aber was ist Animation? Jeder malt ein Bild und dann wird er zu einem GIF gemacht quasi. Hä? Ach, das, scheiße. Hey, das ohne dass lustig. Wir wissen, was wir malen sollen? Das ist echt nicht lustig. Ja, das kann ja was werden. Ja, okay. Ja, auf geht's. Da läuft übrigens Zeit. Was? Oh, ja. Oh Gott. Junge, hä? Hey, was mache ich? Ich kann nur einen Tag. Man kann nur Freestyle malen. Scheiße. Jetzt aber schnell. Oh, jetzt aber raus hier. Hä? Oh, das ist doch scheiße. Ey, Leute. Man kann nicht mal was ausmalen. Nee, geht nicht. Oh. Ja, das ist doch doof. Hä? Was soll ich malen? Die Walla, keine Ahnung. Mal irgendwas? Keine Ahnung. Das wird nix. Das wird gar nix. Null. Doch, vertraut mir. Oh mein Gott. Hä? Die Hälfte der Zeit ist um. Soll das hier sein? Das ist alles gut, Bruder. Das ist scheiße. Ich keine Ahnung, mal gucken, was rauskommt. Ich habe irgendeinen Quatsch gemalt. Boah. Das ist kacke. Oh, das ist kacke. Oh, mein ganzer Körper tut weh. Ich hoffe, da steht nicht der Name drauf. Oder so. Hallo Toxic, hallo. Und hallo Barry. Keine Zeit, Bruder. Und hallo. Ich hab
Ultramüll, egal. Ich weiß nicht, was das ist, Chat. Keine Ahnung, das hat kurz gekickt im Kopf. Ich glaube, Animation ist langweilig. Ja, ich würde gerne. Ja, lass uns mal anschauen. Oh, mir geht's nicht so gut. Du musst jetzt, glaube ich, 10 Bilder malen. Ja, ja, ja. Nein. Doch, zum Beispiel wie beim Winken. Weißt du, jemand malt eine Hand und dann malst du die weiter links, der andere nochmal weiter links und dann wieder rechts so. Aber wenn nicht, kann man auch anders spielen. Lass doch erst mal gucken, Alter, beruhig dich mal. Ich hab keine Ahnung. Ich war sehr kreativ und hab einfach einen Emote gemalt. Was? Was? Oh Gott. Okay. Jetzt, hä? Was soll ich denn daraus machen? Was heißt fortsetzen? Ach so, ja, okay. Was passiert, wenn man auf Zeichnen drückt? Zum Glück kriegt man das. Ach so. Siehst du das Bild, kannst weitermalen. Dann hätte ich auch was Einfaches malen sollen, scheiße. Oh jo, ich auch. Hä? Ja. Bruder, ich bin richtig überfordert jetzt. Ja, das ist doch dann cool. Hätte ich was Einfacheres malen sollen. Meins ist viel zu viel. Jo, auch. Was? Das ist doch langweilig. Ich glaube, das könnte auch cool werden. Oh nee, warte. Oh. Okay. Okay, das kann wild werden. Ja, aber hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so viel gemalt. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Ich habe ganz wenig gemalt. Naja, ich muss den nächsten Frame malen. Guck, was ich hab. Wenn ein Auto, was du da siehst, musst du dir wegdenken. Ich bin so schlecht, Alter. Oh! Auch. Oh mein Gott. Alter! Oh mein Gott, was habe ich gemalt? Ich will nicht wissen, was der nächste Frame ist. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Ich habe was ganz Schlimmes gemalt. Ich hoffe, dass das keiner weitermacht. Ja, ich habe eine blöde Vermutung, dass ich das bekommen habe. Ich hoffe so sehr, dass was keiner... Was du gemeint hast, oder was? Ich hoffe so sehr, dass keiner ausrastet, Alter. Was? Hä? Oh Gott, Leute, das ist echt hart, aber Alter. Jetzt sehe ich nicht mehr die erste Zeichen davor. Weil sonst könnte man ja denken, so, okay, was ist die Intention vom zweiten gewesen? Ach so. Das macht das schwierig jetzt. Oh. Dann habe ich verkackt. Digga, das ist übel schwer jetzt, Alter. Ja, was soll das hier sein, Bruder? Ich hab, das ärgert mich, ich hab viel gemalt. Was mach ich hier? Hä? Ich glaube, das ist echt ein bisschen krass. Bin gespannt, was hinterher rauskommt. Das ist für Profis oder so. Ja, Mann. Das ist für Fortgeschrittene. Mal einfach 2D. Die wissen, was 3D ist. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Sieht einfach aus wie Batman, Alter. Also entweder wird es am Ende richtig lustig oder einfach nur ohne Sinn. Ich, einfach nur 2D, Alter. Tippe auf Zweiteres. Zweiteres. Bye. Zweiteres. Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich mache jetzt.
Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bruder. Bist du dumm? Ja. Nein, es wird gerade gut. Bye, have a beautiful time. Ach du Scheiße. Was? Hä? Hä? Ja gut, ich versuche was draus zu machen. Sag mal. Oh nein, meine Hand zittert gerade. Hä, was soll denn das sein? Ich hoffe, ich verstehe das halt richtig so. Ja. Ich hoffe auch, dass ich das richtig verstehe. Kann nämlich sein, dass das richtig wack ist. Ich mal einfach jedes Bild immer nur ein Stück weiter, also quasi nur, dass sich irgendwas da drin bewegt. Ja, nur halt so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja. Ich hab grad voll die gute Idee. Ich mache immer ein Foto davon, dann mache ich Paint, leg das genau da drüber, dreh das bei Paint einfach 90 Grad und mal einfach nach. Was? Ja, siehst du gleich. Ein Picasso. Keine Ahnung, Alter. Schon klug. Das wird einfach so Krebs aussehen, also wirklich. Aber Bruder, ich weiß nicht. Was, Bruder? Hey, geht ja. Ein bin mal gespannt, wie das am Ende wird. Absolut, das wird so scheiße aussehen. Ich bin einfach nur so dumm. Okay, du... The fuck? Alter, was Leute. Was ist denn das? Irgendwas. Das ist halt wirklich... Ah, schön. Okay, jetzt, ich verstehe es, was es ist, alles klar. Okay. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, Giffy, aber mach einfach das Beste draus. Naja, du musst halt immer... Ich glaube, du musst das komplette Bild nachmalen. Nee. Ja, doch, natürlich. Du musst, ja, aber ich verstehe das Bild nicht. Achso, ja. Aber du brauchst doch einmal... Dann mach deine eigene Interpretation. Genau, hab Fantasie. Also das alte Im Endeffekt musst du es nur nachmalen, aber immer so ein bisschen versetzt, dass im Endeffekt dann aus den Frames Bewegung wird oder wie auch immer man das beschreiben soll. Genau. Eingeschissen. Nee. Aber so ungerade, wie unsere Linien alle sind, wird es eigentlich so ein... Alles wird sich bewegen. Ich glaube, am Ende kommt nur ein Salat, habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir sollten vielleicht so kleine Pfeile dran malen, von wegen, welche Richtung interpretiert wird. Weil ich vermute, wenn jemand ein Auto malt, einer malt ein Stück nach links, der andere malt ein Stück nach rechts. Das mit dem Nachmalen, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ist ja Frame per halt Frame. Versetzt, also ne? Ein Bild auf das nächste. Ihr wisst doch, wie Zeichentrickfilme gemacht werden, oder? Genau. Nee, erklär Daumenkino. Erklär mal von Memo. Daumenkino, genau. Wie ein Daumenkino. Also, das wird 2D auf dem Blatt gemalt. Und dann wird das aufs nächste Blatt gemalt und ein Stückchen weiter. Und so
tun sich dann die Figuren bewegen, wenn die dann nacheinander. Hast du mal 2D? Hä? Oh, Alter, ich warte mal kurz. Ich hab komplett alles falsch gemacht, was man ich hier auch. Falsch kann, Alter. Ich hab nur das gemeint, was sich bewegen soll, nicht alles. Ja, ja, ja. Original ist ja auch okay. Deswegen sah das teilweise ja so okay. Abgekrippelt aus. Hallo, hier, Momo. Gewundert, verkrippelt sagt man nicht. Hier, Momo, hab ich doch gar nicht. Sendung mit der Maus. Gesagt, was auch immer das heißt. Hier, Sendung mit der Maus. Sorry. Was zum Teufel? Was denn? Was soll das denn sein? Was mache ich hier, Alter? Was mache ich hier, Junge? Kein Plan, Bruder, wie das am Ende wird. Sag mal, was machst du denn da? Was mach ich hier? Die hört nur dich, hör dich lachen und deinen Chat feiern. Ich weiß nicht. Was macht er da? Was macht er da? Warum ist genau, warum bist du im Chat? Du darfst nicht gucken, was ich mal. Nee, ich guck ja auch nicht, was du malst. Ich hab, dein Stream ist auf Pause. Ach so. Ach du Kacke, Alter. Unicorn Hunter 31er. Ich weiß echt nicht, was ich hier gerade gemalt habe. Fällt es aus? Oh mein Gott, Junge. Bo-bo-bo-bo-bo-ro-to-to-to. Ach du Scheiße. Oder was hä? Denn? Was ist denn das? Da hat der Goofy gemalt. Was das denn sein? Bitte? Ich will dafür alles. Junge, da brauchst du allein schon eine halbe Stunde für das Nachzumalen. Aber das hat auch eben. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich habe halt von Anfang an reingekickt, weil ich einfach viel zu viel gemalt habe. Und das müsst ihr wahrscheinlich alle nachmalen. Das ist Kacke. Ich meine nur das, was ich verändern soll. Keine Ahnung, es dauert viel zu lange, das nachzumalen. Ja, das ist halt... Das bringt nichts dann. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das hier ist. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir so rumgekäfert haben. Ich verstehe. Yeah, yeah. Ich bin so gespannt, wie das am Ende gleich ist. Das hat gar keinen Sinn ergeben, weil wir irgendwie alles falsch gemacht haben von Anfang an. Ich glaube auch. Ja. Also ich muss sagen, also ich habe immer nur so einen Ticken weiter, weißt du, gar nicht so großartig, sondern immer so eine kleine Veränderung nur. Ah, wer muss ja nur wissen, was du verändern musst, ne? Also wenn ich hier einen Gag habe und einen Haufen Scheiße, was muss man machen? Je nachdem, ja, einfach was das, was ist. Du willst. So, du kannst ja, da ja mitmachen, was du willst. Der Haufen Scheiße wird einfach größer. Oh. Was?
Ach, drei Runden, ne? Ne, zwei. 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 8., 9., 10. Was ist das denn? Ist es? Hä? Es wird einfach immer komischer. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Was ist los, Bier? Ich weiß nicht. Das ist doch ei, ei, ei. Ich glaube, ich habe immer gut gemacht. Ja. Aber ich bin auch klug. Hey, Luca. Hab Spiel ich habe keine Ahnung, was ich daraus machen soll, Alter. Egal. Nach 128 IQ? Ja. Fantasie. Fantasie. Nur Fantasie. I don't know what they're doing here. What the fuck is this? What the fuck is this? Hallo, Telefon? Ja. Ding, ding. Hallo, Telefon. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, Alter. Oh, da kommt die größte Wichse gleich raus, ey. Egal. Was ist das denn? Hä? Boah. Ich glaube halt, dass es eigentlich voll cool ist, aber wir sind einfach super wack. Aber ich frage mich, wie viele Bilder das pro Ding werden, weil jeder... 10. Hä? Aber jeder von uns hat ein Bild am Anfang gemalt und richtig. Dann hat jeder 10 Runden. Ja, das heißt 10 Bilder. Weil es 10 Runden sind? Ja, 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 ja. 10 mal 10? Ja, Mathe und ich sind kein Freunde. Ja, ja. 100. Elf gerne. Oh, mir, mir. Oh, mir, dir. Nur Mathe-Genie, ehrlich. Ja. Ja. War gut. Denkfehler. So mit Sprechblasen ist auch witzig, weil dann kannst du einfach den Text quasi weiterführen, was dort steht. Was hab ich gemacht, Alter? Was hab ich gemacht?
Warum lass du sich hier aufsehen? Ich hab eine scheiß Vorlage gekriegt, keine Ahnung, was ich daraus machen soll, Alter. Das ist halt so dumm wieder. So, letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Gott sei Dank. Ach komm, was? Alter, ihr übertreibt richtig, ne? Was? Hier ist halt nur eine Sprechblase, Alter. Was ist das denn, Junge? Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, wer war das? Alter. Alter, das ist das. Also das ist Mann! Echt. Was ist das schon wieder für eine Kacke, Alter? Ach, das ist so scheiße. Also, wer das gemalt hat, ehrlich, ne? Das ist halt so dumm. Da fällt mir selbst nichts zu ein. Ja. 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 Nein! Ja, die gleiche Idee hatte ich auch heran. Das ist so dumm. Go, go, schneller! Ich glaube, das ist aber nicht so lustig. Ich glaube auch nicht. Und der Mund ist richtig dumm. Weil ihr nicht verstanden habt, dass ihr nachmalen müsst. Die Doofkopies. Ich wollte doch viel zu lange das nachmalen bei der Zeit. Nein. Ja, weil ich halt ein Bild, ich glaube, das große Problem ist, weil ich so ein Riesenbild am Anfang gemalt habe. Ja, ich glaube, Edgar, vielen lieben Dank. Geboren haben Maler. Und Vibe, danke schön für den Prime im 36. Strichmännchen gemacht, und Chris, danke schön für den Prime im 24. Und Yebowie, danke schön für den Prime 10. Alles Gute, vielen lieben Dank. Und Goji, dankeschön für den Resub im 29. So, ich bin gespannt. Alles Gute, dankeschön. Und Mr. Roland, dankeschön für den Resub. Musst du jedes Bild immer einzeln weitermachen, Lila? Musst du jedes Bild immer einzeln weitermachen? Diesen Satz, wir gerade 5 Babys zu bauen. Alles Gute, Chance Effin, dankeschön. Weil wir jetzt reden, ne? Dann schauen wir mal. Wir machen Anzeigemodus Auto. Okay, let's. Nicht Auto. Doch, doch, doch. So läuft es dann so schnell ab. Let's go. Mhm. So. Okay, ja, das ist dann blöd. Ja, das ist blöd. Hä? Ich dachte, das wird übereinander gelegt. Ich hab nur das gemacht, was ich verändern soll. Ja, okay, Alter. Ja, am Anfang. Oh mein Gott, ist das schlecht. Halt, ja, das ist richtig dumm. Ja, gut, das hab ich aber auch gemacht. Aber warum wird das denn jetzt nicht richtig animiert? Ja, ich hab jetzt, ich hab jetzt nachgemalt. Der hat das Bein abgeschossen. Also ich hab halt immer nur so ich dachte, das sind Animationen, dass der so eine Animation daraus macht. Ich dachte auch, dass das ich glaube, kann sein, dass du falsche Dings Anzeigemodus ausgewählt hast. Vielleicht kommt das am ich Ende. Ich hab Auto gemacht. Also automatisch. Vielleicht kommt das jetzt noch. Ist ja voll lame. Also ist das ja voll. Ich dachte, kommt jetzt noch richtig. Das ist ja echt scheiße. Time waste. Ah, doch, jetzt Animation. Ah, jetzt. Ah. Okay. Das ergibt aber auch irgendwie keinen Sinn, Alter. Doch, oder? Der wollte ihm Geld übergeben, der hat den abgeknallt. Na, das war ein Drogendeal am Anfang. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Interpretiert das immer nach rein. Hä? Okay, nächste. Ey, wer hat nächste gemacht? Ich wollte mir den Comic angucken. Hä? Aber ich hab gespeichert. Okay. Ich hab mich reingeschissen. Ja, einmal, zweimal das gleiche gemalt einfach. Nee, ich hab das in andere Farbe. Aber das war cooles, was da rauskommt. Das war cooles, was da rauskommt. Weil ich war kreativ im Gegensatz zu euch. Fick dich. Ich hab halt immer nur eine kleine Veränderung gemacht. Weil ihr habt euch ja gar keine Mühe gegeben. Ich hab das ja wenigstens in negativ. Warum halten die immer alles das gleiche? Weil ich nur so eine minimale Veränderung gemacht habe. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Was ist das denn, Junge, Alter? Der Puppe. Junge, bist du... Ich hab's nachgezeichnet. Was ist mit euch los? Ja, aber so funktioniert das doch. So funktioniert das doch gar nicht. Doch, das ist so eine Animation. Guck mal, was da rauskommt, Junge, Alter. Du hast richtig reingeschissen, so Memo, Alter. Na, Bruder, erzähl mir was anderes, Alter. Was ist das denn? Guck mal, das sah sogar gar nicht mal so schlecht aus, dass sich dieser Dings so ein bisschen, weißt du? Und dann kam der Genie am Ende. Den hättest du schön in den Dings reinhauen können, Alter. In die Flasche so.
Und was meinst du da, Alter? Irgendein Seemonster, Junge. Wie kann man so lost sein, Alter? Egal, nächste. Was für eine Flasche. Junge, guck doch mal unten links diese Genie-Pulle, Alter. Ey, Junge, Alter. Was für eine Flasche. Hast du jemals in deinem Leben mal irgendwelche Disney-Filme geguckt? Scroll mal hoch, Memo. Nein, dann siehst du was Gutes nochmal. Das ist Aladdin, der Genie mit der Wunderlampe. Was? Das ist Aladdin mit der Wunderlampe, Junge. Guck doch mal links. Ja. Und Memo meinte einfach ein Seemonster. Hä? So. Wo? Junge, und ich links! Achso, da? Ich dachte, es wäre ein Helikopter, Bruder. Oh mein Gott. Guck doch mal hin. guck doch mal da hin. Alles klar, das ist 2D. Mehr. Ja, mein Bild ist scheiße, Alter. Oh mein Bild ist richtig scheiße. Ey, das ist die eins von Mila Simoes. Ja. Mila Mo Kifi Kifi. Aber es ist einfach zu viel gewesen. Ja, Memo. Ja, ich hab ja, keiner wusste, dass wir da... Hab ich Jack am Tisch gemacht, Junge, mit einer Kippe. Ja, so geht das. Und noch Wackelpudding. Das wird gut. Okay. Ja, Beefy ist schon wieder Kickelkopf gefixt. Warum malt ihr denn nicht weiter? Ich hab's wenigstens versucht. Aber ich glaube, das könnte gut animiert werden jetzt. Ich weiß es nicht. Nee. Memo hat schon wieder reingekackt. Nee, man sieht ja nur die einzelnen Bilder an. Ne? Nee. Du meinst genau das gleiche, Nila. Nein, aber ich hab das nur bewegt. So ein bisschen versetzt. Aber und was Apfel, soll ich da denn weitermalen? Ach du Scheiße. Nee. Ja gut. Die der Mond ist so behindert, ne? Behindert sagt man nicht. Also wenn man, ich glaube, das einmal versteht, jeder dann... Kann das gar nicht so schwer. Ja, jetzt haben das ja alle gerafft. Wie gesagt, ich habe alles immer nur so ein ganz kleines bisschen, so ein Ticken. Ihr malt einfach das Bild nach und verändert dann irgendwas. Ja. Ich dachte, man muss das weitermalen, so halt. Nee. Ihr malt das Bild ab und verändert dann irgendwas, genau. Und dann meinetwegen, bei dem einen hatte die Augen offen. Guck mal, das erste Bild zum Beispiel dann von Assaulty, da hättet ihr zum Beispiel so machen können, dass der Joint aus dem Mund fliegt und die anfängt zu brennen. Weißt du? Irgendwie sowas. Egal, weiter. Ich glaube, jetzt gleich haben wir das irgendwann alle gerafft, hoffentlich. Letztem Durchschnitt. Ja, okay, den habe ich auch. Ich hatte keine Zeit, Mann. Nee, Digga. Das ist ein Säbelzahntiger, okay? Oh shit, schnell weg. Wow, Alter. Ja, ich habe halt bei jedem Bild. Memo, Alter, hör auf, LSD zu nehmen, Alter, bitte. Die meine Tiger, Junge, er kommt wieder mit so einem grünen Ding. Ja, ich hab da was dazu geschrieben, Bruder, Walla. Das hat keinen Sinn. Hä? Guck ich jetzt. Zum Glück habe ich das weggemacht. Ende. Das Chameleon. Guck mal, wie das am Anfang mit dem Video aussieht. Jetzt kommt die Scheiße. Ja, das am Anfang sah voll gut aus. Der war auf den Scheiße. Bis Memo kam wieder. Ja, stimmt. Ich hab irgendwas Scheiße dazu geschrieben. Warum ist das nicht durch? Oh, shit. Nächste. Aber ich glaube, Schreiben ist hier sinnlos. Tiger wird auf einmal irgendwie zu einer Gurke, Alter. Die am Scheiße ist. Ich dachte, das wäre ein Helikopter. Okay, Auto habe ich auch nicht gemalt. Ne. Ja, ich hab reingeschissen da. Oh, okay. Ja, was ist das denn, Alter? Die ist halt überall reingeschissen, Junge. Ja, nicht weiter. Da kommt einmal ein Vogel angeflogen, Alter. Das ist was ganz anderes geworden, ne? Ja. Das ist so dumm, Alter. Aber das am Ende wird gut, das wird eine gute Animation. Ja, und jetzt Memo wieder, Alter. Ja, okay. Und Memo scheiß nur rein, Alter. Okay. Der ist doch tot. Der ist doch tot, sagt er. Der ist doch tot. Oder der hat einen Kaugummi. Guck dir das an. Was ist das? Lass das ist doch schön, Animation. Droppen, okay. Oh mein Gott. Imagine, man wird beim Gartic-Phone-Spielen ausgeschlossen. Das hab ich auch nicht verstanden. Das ist eine winkende Hand. Eine winkende Hand. Oh, das sieht aus, als wäre eine Hand. Jetzt wird die Radiowellen empfangen. Alter. Das ist die Animation. Komm, mit winkenden einfach
Batman, Junge. Ja, Memo wieder. Glyrik. Ach, Mann, Alter. Oh, Memo, Alter, bitte. Ja, ich konnte es nicht ausmalen. Ich konnte es nicht ausmalen. Was ist das oh denn? Gott. Ich konnte es nicht ausmalen. Aussehen, lieber aussehen. So, ich hab einen Stich. Deswegen habe ich erst alles vollgemalt gehabt, Alter. Aber da hat es funktioniert. Bubbles. Ah. Alles klar, nee, alles klar. Bäh. Alter, was zur Hölle? Guck, jetzt kommt irgendwo mal Pommes gefeilt. Ja. Was denn da? Ich bin gespannt, was aus meinem Bild geworden ist. Ich bin mal gespannt, was aus dem Bild geworden ist. Ja, da habe ich reingekniffert. Das war auch die Vorlage des Todes. Das habe ich nie behalten. Ich habe das halt weitergemacht. Oh mein Gott. Ja. Er meint direkt halbe Phasmophobia. Aber das hat dann geklappt, weil das kam bei mir auch an. Okay, bei mir hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Aber die Wasserfarbe ändert sich. Jetzt gleich kommt Memo wieder. Warte, das hätte böse enden können. Dann kommt Memo. Jetzt gleich. Ja. Ich dachte, das wäre ein Bett. Ach, ja, jetzt kackt Beatty rein. Digga. Oh mein Gott. Ja. Ja. Oh. Jawohl, alles klar, Memo. Memo muss weitermalen. Guck mal, wie das am Anfang war, gut, das ist voll gut gewesen, ne? Und dann kommt Dings, dann kommt Nick und Memo. Vor allem wie die Post wie Nick, ich, hallo? Ich hab weitergezeichnet. Beatty hat reingeschissen. Beatty und Memo, meine ich. Das andere war aber besser, wo es hat Spaß gemacht. Nee, das, oh, das ist auch gut, wenn sich jeder an die Regeln hält. Ja. Was ist denn daraus geworden? Ah, ja, ja, ich weiß. Okay. Ja, gut. Ja. Hab ich auch reingeschissen. Ich hab überall reingeschissen. Ich hab anders gedacht, Junge. Anders gedacht nennt man das heutzutage. Aber das geht ja sogar noch. Aber geht, ja, ich bin sicher, ich hab anders gedacht. Ich glaube, das wird auch nicht lustig. Doch. Warte, ich weiß, was ich gemacht habe. Was ist das? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ach, Memo, ja, Bruder, jeder sieht das Bild anders. Wirklich? Was laberst du? Geht nicht darum, wie du das Bild siehst. Du musst das Bild nachzeichnen und dann halt was verändern. So. Hab ich doch. Ja, nee. Du bist haarig und stinken, du Hund. Das ist funny. Nee, das ergibt wieder keinen Sinn. Jetzt haben wir es verstanden. Könnte das aufteilen. Vielleicht könnten wir es jetzt nochmal machen. Nee, wir spielen keine Animation, Alter. Ja, okay, das habe ich auch nicht verstanden. Wut-Up. Das ist ein Wut-Up. Cool. Das ist ein Wut-Up, Junge. Da weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich muss den Kopf aus dem Bild verschwinden lassen. Oh Gott. Oh, oh. Oh, ich weiß, was das wird. Oh mein Gott. Wusste ich nicht, was das... Oh mein Gott, ich weiß, was das wird. Um Gottes Willen. Da wird was ganz Schreckliches raus. Ich glaube auch. Was ist das da links? Da wird was ganz Schreckliches raus. Das ist eine Hand, glaube ich. Ja, das war meine Hand. Keine Hand, sieht aus wie ein Elefantenschwanz. Jetzt. Das wird ganz schrecklich jetzt. Das oh mein Gott! Und rein da. Oh, warum? Oh mein Gott! Oh, was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt Memo, Alter. Boah, ich kann nicht mehr, ne? Oh, ehrlich, ich muss schlafen gehen, Alter. Ach, da mit dem Auto. Oha. Okay. Hä? Er sagt, oh, das haben wir ja einmal fertig gemalt. Hat. Das hab ich auch nicht gesehen. Er sagt, oha, weil der einmal fertig gemalt hat. Ja, super. Was hat der denn daraus gemacht? Das kam gesehen? Nicht an. Ich glaube, das wird geil. Nee, ich glaube, das wird scheiße, weil das ich das kam nicht von Polizei? Ja, das wird kacke, ja, ja. Da wusste ich noch nicht mit dem Nachmalen. Hat. Ja. Ja, ist ein Stück weiter. Oh. Piss dich, Alter. Das ist auf jeden Fall ein Juggulu. Warum, Beatty, Alter? Ja, weil ich dachte, dass ich das weiter... Beatty einfach nach vorne geskippt bei Netflix, halbe Stunde später. Oh mein Gott.
Über Verfolgungsjagd, auf einmal kommt da eine Person und setzt sie nach vorne geskippt bei einer Serie. Und das sah so gut aus, wie das Auto weggefahren ist. Oder wie das Auto fährt, das Polizeiding. Ja, nee. Das sieht auch gut aus. Jo. Ja, und dann kommt Petey. Weil der ist ja nicht doof, der hat nur anders gedacht. Ich bin raus. Oh. Wer ist raus? Ich spiel weiter, Alter. Ich. Gewiss ist raus. Oh mein Gott. Also, ich glaube, wenn wir von Anfang an nur so Strichmännchen-Sachen machen und jeder weiß, was er jetzt zu tun ja, hat, das war ja nur eine Testrunde. Ziemlich cool. Ja. Meinetwegen können wir nochmal jemanden sagen. Echt cool aus. Wer ist noch raus? Ich gebe das selber auch nochmal als Film, aber ich glaube, Animation reicht, ne? Film wäre klar, das dann. Wir kriegen nicht mal ein Daumenkino hin, drehen jetzt aber einen Film. Ja, aber jetzt so missverstanden. Nee, aber ich denke, Animation ist schon das Beste für uns, gerade wenn wir Memo haben. Ja, ich bin da raus. Raus. Mal schauen, wie ihr das macht. Wir können jetzt, okay. Jetzt können wir Hollywood machen. Okay, ich bin gleich jetzt wieder. Jetzt machen wir neuen Transformers. Überlänge. Roach, vielen lieben Dank. Und Impressive Kiwi, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Oh. Ich bin schon so alt, Alter, Lachen schon wehtut, ne? Aber jetzt sind wir nur noch 8, das heißt, wir müssen noch 8. Ja, warum Bilder ist Memo machen? Jetzt raus? Weil du verkackt hast? Nein, Bruder, ich esse noch ein bisschen. Chill, nur noch zu gucken. Oh, ich kann nicht mehr. Mein Körper fühlt sich an, als wäre ich Boxen gewesen, Alter. Im Endeffekt können wir dann aber auch. Also, wir können Film machen, weil Film hast du einfach nur doppelte Runde. Das ist das Gleiche, nur hast doppelte Runde. Das heißt, wir sind 16 Runden. Auch mit Animation. Stell mal zu, Ja. Quasi das Gleiche, nur halt, nur dann länger. Haben wir 16 Bilder. Mir ist egal. Ist ein bisschen lang, ne? Ja, gut, es dauert halt jetzt das länger, ne? Aber hast 16 Runden. Und das ist nochmal dasselbe, oder? Ja, mal guten Hunger, Memo. Danke, Bro. Ich bin. Kurz in der Küche. Alter. Der geht sich jetzt mal 3 Kippen rauchen auf dem Balkon. Geh mal eben Katzen füttern. Hallo Chat und herzlich willkommen zu Gartic Phone. Haben wir das schon mal gespielt? Nein, ne? Oder? Ich glaube nicht im Stream. Nicht hier, ja, ich werde weder so im Teamspeak zocken, weiß ich. Oh, kurz Tinkepäckchenpause. Eieieiei. Das kegelt aber gut rein, das sag ich aber. Dankeschön, Prepper. Dankeschön. Ich kann mich nur wiederholen. Mir ist so fucking warm, ne? Das ist unglaublich. Bisschen Jammies. Ai, ai, ai. Gangbis hat Maro geguckt auf die Schnelle, aber die Miele hatte das nicht. Und ich hab da doch nicht runtergeladen. Ich muss mir eine neue SSD kaufen. Ich habe absolut keinen Speicherplatz mehr übrig. Muss daran liegen, dass du so ein heißer Typ bist. Der henkert. Oder das ist nicht der von der Homebrand. Das ist so, wenn man alt ist, dann einem warm wird. Nee, das ist, wenn man einfach zu krass und zu viel lacht. Und Best Fanatic, vielen lieben Dank ebenfalls für 5 Gifted Subs. Ja. Alle reich. Oh mein Gott, mein Kopf platzt. Ich würde jetzt ein Game vorschlagen, aber mit Game vorschlagen können wir jetzt nichts anfangen. Weil ich plane immer ein kleines bisschen voraus. Dankeschön, der Sob. Hä? Ja, Browser Games. Sind okay. Und Karen, Dankeschön für den Resub im 5. Oha, da wird Mila sofort eifersüchtig. Wer von euch hat denn den Toast gesehen auf Twitter, den Mila mir gemacht hat? Mit Lebensmittelfarbe, Alter. Jürgen. Oh. Die hat noch nie einen Toast gemacht. Das wäre mega lustig gewesen, hättest du dich hingelegt mit dem Toast.
Oh. Sag diesen Namen nicht. Sag diesen Namen nicht. Er ist hier verboten. Dankeschön, Oma. Für die, die ihn nicht gesehen haben, können auf den Link klicken. Ich glaube, man braucht gar kein Twitter dafür. Ja, voll, voll. Aber man sieht dich in der Spiegelung vom Fenster, ne? Das ist dir klar. Ja, und man sieht. Schade. Deleten! Kennt ihr diese Bilder bei eBay, Kleinanzeigen, wo einer einen Topf verkaufen will und dann nackt vor dem Topf steht und dazu ab? Ja, Mann, Alter. Das ist richtig geil. Deshalb ist das Zimmer auch so hell, das war eigentlich mittags. Dunkel meine ich, dunkel. Was macht eigentlich dein Hundebaby denn mal? Dame schon? Du bist das also mit dem Kochtopf. Ich verkaufe immer Kochtöpfe bei eBay Kleinanzeigen. Und fotografiere mich dann. Das wird. Na und? Hallo? Jeder Mensch ist so hübsch, wie er einfach ist. Egal ob groß, klein, dick oder dünn. Was willst du mir erzählen über meine Pipsgröße, Junge? Junge, du hast Finger wie eine Spinne, Alter. Halt's Maul. Geh mir einen Hoodie weden, du Wichser. Warum? Bitte lustig. Ich bin raus, Leute. Dann machen wir. Oh, Nick. Komm schon. Alles wird gut. Küss mich wieder. Ich bin dick und ich finde, dass ich ein heißer Typ bin. So soll das auch sein. Es kommt nicht auf die Pipsgröße an, nur auf den Geschmack. Deshalb habe ich Emily Erdbeer Shampoo. Jetzt weg. Ich schieße mir gleich ins Gesicht. So. Ja, aber Emily Erdbeer Shampoo, also so dieses Duschgel ist echt gut. Keine Sorge, Mila, keiner von euch hält sich, weil du das noch nutzt. Mit 29. Ich noch Apple. Ja, das ist wirklich gut. Ja, das, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh. Was ist geschehen? Was ist hier? Oh, ich bin so froh, dass der Lucky nicht dabei ist, ne? Oh mein Gott. Oha, warum? Wenn der jetzt anfangen würde zu lachen, dann würden wir komplett wegbrechen. Ja gut, dann lachen wir halt alle eine Stunde, was soll's. Oh mein Gott, ich fühle jetzt schon meine Beine nicht mehr. Where? Oh. Oh, mein Gesicht tut weh. Ich verstehe auch nicht, BT, auf deine Frage zurückzukommen, was in meinem Gehirn los ist. Keine Ahnung, Alter. Oh. Beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Jetzt mir auch warm. Okay, sind wir alle da? Ja. Hat ja seine Kippen aufgehoben. Ich bin da. Okay, alle ready? Dann let's go. Was machen wir? Animation? Animation, ne? Spielen, oder? Oh Gott. Film machen. Was jetzt? Nee, Animation oder normal? Also, Animation. Ja, dann Animation. Lieber normal. Lieber normal. Wir machen aber Animation. Oh Gott. Okay, fangen wir an. Nimmt aber so simple lange, Sachen. Bitte. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass das nicht viel interpretiert wird.
Scheiße. Ich hab nochmal gerettet. Ich schwör, ich bin Picasso, ne? Immer nur ein Stück weiter mal. Ja, dann wird das bei gut. Den wenigen Frames kannst du auch ein bisschen mehr, glaube ich. Das nur nicht halt was ganz anderes. Das wäre dumm. Was ist das? Der Ranta, die kannst du aber bei den Dings Animation nicht benutzen. Guck. Kannst du nur den Dings nehmen. Boah, Mila. Boah, Mila. Boah, Alter. Boah, Mila. Bah, riecht voll nach Emily Erbe hier. Oh ja, das ist ganz schwierig gerade. Das ist ganz schwierig. Also, okay. Was habe ich da gesagt? Oh mein Gott. Was war denn lustig? Warum riechst du den Mund nach Emily Erbe? Oh mein Gott, es tut so weh. Ja. Genau, die Zähne damit geputzt. Was? Oh, bitte hört auf. Ich hätte das Maul. Lassen. Oh, Basti, dankeschön. Und Mike, vielen lieben Dank ebenfalls für 5 Gift. So, Mila, alles gut. Und Theos, dankeschön für den Wies am 29. Wow. Na, du Junge, hör immer wieder eine Freude. Er war zu plump. Dankeschön. Er war zu plump. Oh, das ist ja super easy. Das ist ja richtig cool. So das ist cool. So kann man das. Ja, yeah, ja. Junge, wir werden Profis. Das können wir uns heute Abend alles einrahmen. Sag schon, wie es ist. Wenn das nicht so richtig hat. Oh, das ist gut gemacht. Da kann man jetzt richtig ausrasten. Wir mussten es alle nur verstehen. Und 2D-Denken entwickeln. Die Klappe denn mal, Alter. Warum? Warum, hä? Hör auf. Nein. Doch. Scheiße. Falsche Farbe. Du kommst hier nicht vorbei. Kommt Oh, mein Herz. Was ist bei deinem Herz? Oh nee, das sieht aus wie ein Penis und das kann ich nie malen. Oh Gott. Ja, nicht. Sollte. Scheiße. Stop dies. Warte. Es geht nicht. Nein, oh Gott. Ja, das wird gut. Sigmar, der Tag ist nicht mehr weit. Ach, hast du dein Gerät schon? Und was? Jetzt verstehe ich. Total als 90% Rapper. Jetzt hast du den erst verstanden, Mila? Oder was? Auch einen Moment gebraucht, aber der war gut. Ich weiß immer noch, warum es geht. Achso. War nicht so spät wie der. Deswegen, was ist das hier? Ich hatte es eben schon verstanden, Mila. Ja. IQ? Oh nein, ich habe das falsch. Nee, scheiße. Wie geht's, wie steht's? Ja, auch. Bin schon fertig. Halbe Stunde. Nein! Oh, ist das scheiße, das ist Mann. Gut, das ist gut. Oh Gott, was ist das denn? So wenig Zeit, Alter. Junge, wer hat denn das da geschafft, auszumalen? Das ist doch kacke. Nein. Am besten nichts schreiben, ne? Das geht viel zu lang. Hauptsache die Tür ist größer als das ganze Gebäude, Alter. Das Schreiben nachzumachen ist auch ätzend.
Och Mann, ich wollte ausrasten bei dem, Alter. Ich hatte noch voll die Ideen. Don't put the blame on me. Oh, nö. Hab ich noch. Mein Gott. Oh. Hä? Ja? Hä? Und da hat auf jeden Fall jemand richtige Zitterfinger. Ja, das könnte ich sein. Bist du nervös? Ich zitter immer. Echt? Ja. Auch. Gott. Mensch. Nimm mir einen Tabak ab, dann direkt. Ey, ich hab viel zu wenig Zeit. Zeit. Oh, das heißt, Dankeschön auf Lex, vielen Dank. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich echt zugeben. Oh. Vom ganzen Lachen gehen, das ist ja unfassbar. Denk was, Bruder. Ich hab schon. Dankeschön, Alkoholiker. Ja, das ist seit heute ein 31er, ja, und der Chat ist schon immer ein 31er gewesen. Größte Ärgerer Chat auf Twitch. Oh. Den Chat von geht gar. Dankeschön, lieber Bulli. Son of the Police. Und Dankeschön, Kobbert. Oh, ich hoffe, ihr habt diesmal gecheckt, wie das funktioniert. Das hoffe ich auch. Hey. Ja, aber Lugner, ich bin Wahrheiter. Nee, du machst ja auch nicht mit mir. Du hast ein bisschen Cake geschlafen, jetzt lass es nur rumknutschen und danach trinken wir alle Tinkepäckchen. Eieiei. Ich hab ja auch die GTA Vice City Playlist angemacht. Dann gute Musik. Küssen wir halt nicht. Voila. Oh ja, Gott. Ja. Aha. Aber da ist aber jemand wieder Picasso unterwegs. Wie machen wir das hier jetzt? Genau, Chat. Genau. Aber Malu. Backseat Gaming, danke.
Nee, die haben erkannt, was ich gemalt habe. Ja. Der Chat ist schlau. Nö. Er sei ja wohl. Hey, wie macht ihr das mit dieser Deckkraft? Kannst du unten einstellen. Wild. Na wohl ist der 20 Dingern. Na wohl. Ich hab den Film bestimmt schon 30 Mal geguckt. Folgt dem weißen Kaninchen. Und Mr. Northway 2K, Dankeschön für den Prime Sub im 23. Monat. Ich küsse deine. Hey, Digga. Was ist das? Was habt ihr denn alle für eine Fantasie? Junge, was ist das denn? Was zum Teufel? Was soll das? Vor allem auf ganz schnell gezeichnet immer. Ja, was wir machen wir derzeit? Anders denken. Hallo. Viel Fantasie. Ich bin so ein guter Zeichner. Unnormal, wie ich abgehe. Nein. Nein, ich hab keine Zeit, Bruder. Wegen dem Ausmalen, scheiße. Ja, nur vor, ich hab heute Geburtstag. Picasso von Duisburg ist so. Oh, schnell. Hallo, hört ihr mich? Hallo? Ja, was? Nein, die hören mich nicht. Boah, was, Digga? Was ist denn das? Jetzt. Wenn ihr nicht wisst, was ihr da malen sollt, dann könnt ihr das einfach nur komplett nachmalen. Dann, ne, ist das auch für ein Gift nicht schlecht. Dann kann der nächste Mal sein. Ja.
Let us go. Letzte Runde, letzte Runde. Ist das der echte Jeff? Ein echter Salty? Echte Salty, aber ich weiß nicht, wen du mit Jeff meinst, Brudi. Boah, das war so knapp jetzt von der Zeit. Oh, jo, bei mir auch. Oh, nee, das war doch Ende? Zu knapp. Ach, Digga. Dit. Nee. Ein noch. Was ist das? Du. Letzte Runde, ja, ne? Ach, ich bin dumm. Ja, yeah, 8 von 8. Keine Ahnung, was das sein soll hier. Warum kann man das nicht mit dem Eimer machen? Mit was? Kannst einfach ganz großen Pinsel nehmen. Ja, dauert trotzdem zu lange bei dem hier. Noch ein bisschen Sekunde. Oh, keine Zeit mehr. Scheiße. Nein. Dass man nicht ausfüllen kann, ne? Das wird so viel Zeit. Oh mein Gott, ich hab verkackt. Boah, geschafft. Ja, ja. Na, ja, jetzt ja. Bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Zweite Runde jetzt. Also das Ausmachen war trash. Alle Ausmachen hat voll viel Zeit genommen am ja. Ende. Ja. Ja, ja, gehört es auch. Hallo? Gutes. Hallo, hallo? Ja. Ready? Ja, ich bin ready. Okay. Zeig mal her. Hallo. Ich weiß nicht, dass drei Leute das gleiche gemacht haben. Gib mir dein Geld. Aber Gangpermis. Ah, ich glaube, das wird aber gut. Bitte schieß direkt. Oh, das haben wir aber gut, glaube ich, gemacht. Todbisse. Viu, viu. Wie ich das überhaupt? Oh, der wird angefahren. Ja, sauber. Das
Genau so. Oh. Ab in den Wald mit dir. Gegen Baum, Junge. Ja, ja, Mann, guck, wie das aussieht. Da hätte jetzt nur ein, zwei Bilder hätten da jetzt nur gefehlt. Mhm. Das ist in Kinolänge, so. Da musst du nicht so viel immer dazu zeichnen. Das ist gut. Ja, das ist cool. Der schießt nur mit VDM't. Mal sein und dann sind die Haare da. Das kennen wir alle. Ich feier es. Warum knallt ihr denn immer alles ab, Mann? Gambo. Das ist auch gut geworden, glaube ich. Gambo. Diesmal habe ich nicht. Ja, stimmt. Ja, da habe ich auf jeden Fall was gerettet. Bin mal gespannt, was aus meinem rauskommt. Das kennen wir auf jeden Fall aus einem Film. Was damit passiert. Einmal Regen. Nus. Ist das Nuswetter? Nuswetter. Ja, der hat ihn noch gar nicht getroffen, Junge. Das ist Neo von Matrix, Alter. Oh, du bist halt so schlecht. Magazin war leer. Bei mir ist er schon tot. Der kann gar nicht. Der stirbt aber nicht im Film. Hey, ja, aber woher sollte ich denn wissen? Warum fängt er auf einmal an zu regnen? Weil Nuss kommt. Das ist so doof, Alter. Aber warum das doch nicht schlecht? Guck mal. Ich finde das gar nicht scheiße. Nee, ist da, liegt er der, da liegt der Lutscher. Da liegt der Lutscher. Ah, Mann, da hab ich reingeschissen. Keine Zeit mehr, Alter. Ja, ich hatte auch keine Zeit mehr. Zeit war böse. Oh, bei mir wäre. Ja, aber geht doch trotzdem, ne? Ja. Das Schäse. Jo, jeder mal, alle meinen das Gleiche. Keiner mal was Neues dazu. Doch, da ist der Arm runter. Er ist auf einmal Knossi geworden. Hier ist jetzt wieder oben. No power. Ja, aber voll gut. Ja, das ist ein. Okay. Vor allem wechselt er da und die Haarfarbe. Oh Gott. Da hab ich auch reingekackt, Mann. Das bei mir, ich habe das so gezeichnet, dass der Geist dann unsichtbar wird. So langsam. Wie ist das entstanden, was ich gleich sehe? Also was ihr gleich. Das freut mich. Aber das ist gut gemeint. Ach so, ich dachte, das wäre die Sonne. Ah, Alter. Ich dachte auch, da wäre die Sonne. Ja, Dito. Und der hat dagegen gespuckt. Und ich habe daraus dann, glaube ich, ein. Ja, daraus habe ich hab was ganz anderes daraus gemacht. Ah, ja. Ich wollte daraus ein Eis machen, was dann schmilzt. Sorry. Also bis zum Bunden ganz du gut. Du sagst das Rad nicht neu erfinden. Oh. Ja, sorry, hab ich jetzt eine Memo gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ah, okay, ja, jetzt weiß ich, was Ball draus geworden ist. Alles Kraftmeier, klar. Ja, doch, Brudi, ich weiß. Vielen tausend lieben Dank für 50 Euro, Alter. Ah, alles Gute zum Geburtstag, kam dir was Schickes. Dankeschön. Danke. Das wird was ganz Wildes. Ja. Wer war das, Junge? Wenn sie dir hört, ich hab Jahre vergessen. Müsste man aber eigentlich? Keine Ahnung, was ich daraus machen soll. Ich meine nicht. Er sollte einfach nur den Ball kurz kicken. Sache, da kommen zwei Piraten. Ihr macht direkt halbe Kinofilme. Doch, kommt man das? Super, mir hat das rumgekrebst. Ich hab das nicht mehr weggekriegt. Oi. Ich hab nicht gedacht, was das sein sollte. Zimmer. Am Anfang voll gut und dann, keine Ahnung, Eskalation. Oh, Dankeschön, Kraftmeier. Vielen lieben tausend Dank, Mann. Sind mir Holz. Dankeschön. Oh, das glaube ich wird auch wild. Da habe ich noch was dazu gezeichnet. Ja, das kann gut sein. Da hatte ich leider keine Zeit, Mann. Zum Glück hat keiner das wird gut. Dazu gemalt. Aber das wird richtig gut. Jetzt weiß ich, was das ist. Doch, das wird gut. Ja. Oh. Memo? Nee. Nein, ich bin nicht. Das war dir. Oh, das ist gut gemeint. Oh. Von einem Dino zu einem Kaulquappe. Dankeschön, Kraftmeier. Ich dachte, das wäre eine Person. Warum aus dem Haus wird ein Menschen? Ja, das ist voll cool, guck mal. Voll gut. Ja, Mann. Wir sind wirklich gut. Oha. Halber Kinofilm. Also das letzte Bild. Boah, einfach Godzilla 6. Auf Netflix. Ich hab was ganz Einfaches gemacht. Da hat auch jemand irgendwie reingekackt. Da ist irgendwas am Ende ganz komisch geworden. Oh, Junge, yo. Oh, das warum? Das ist wild. Ach so, das ist jetzt ein... Hm, warte. Jetzt weiß ich, was du vorhast. Oh mein Gott, was ist das denn?
Warum meint das man ist das? Dämbar, ne? Ist das Dämbar? Ja, ja. Ich dachte, die Rutsche ist eine Rutsche runter. Ich wollte da hinleiten. Auf einmal wird die gefressen, die Rutsche, oder was? Nee, die Banane. Die Banane. Hör mir auf. Was ist das? Die wird einfach von einem Bandwurm zerstört, Alter, die Banane. Oder vom Glyrik. Oh, aber gut. Oh. Nicht schlecht. Have a beautiful time. Wir sind so trash, Alter. Aber was ist das für ein Tier? Keine Ahnung. Warte, wer hat das Tier am Anfang gemacht? Die Anemonewurm. Mila. Mila hat damit angefangen. Ja, ich hab das erkannt mit dem Mensch, aber irgendwas hat da gekäfert. Die Banane hat auch nur eine Haltbarkeit von einer Sekunde, ne? Der nimmt große Stücke. Banane hat halt Angst. Das hab ich auch nicht verstanden. Das hab ich nicht gerafft. Das ist eine Nase. Nase darauf, dann eine Kippe. Ja, der kommt um eine Ecke. Das war richtig oh mein gut. Gott, ich hab was ganz anderes daraus gemacht. Das ist Prostitution, Alter. Oh Gott, das ist okay. Ich hab da was ganz anderes gemeint. Nee, gar nicht, warte mal, das passt voll gut. Das passt voll gut. Oh Gott, Jack, hallo. Weil ich hole jetzt nämlich das Handy raus und fotografiere die. Stop. Geht's das ab? Er zwingt die einher, Junge. Das ist gut. Erst heiß machen und dann sagen ja, nein. Ja, aber egal, dann Foto machen wir später. Das ist was. Richtig gut. Oh, Kingtronics, danke für den Reset beim 36. Budi und danke schön für 10 Gefühls, Mann. Ich hoffe, dir geht's gut. Wow. Man sieht so, gehen wir jetzt mehr. Ein paar Leute auf Nifty überfahren? Ja, bitte. Rein in eine Permit. Aber ich bin ehrlich, das Normale ist besser. Ja. Ja. Weil das hier, wie hier malen, ja, ja, klar, hier versuchen wir so eine Animation zu machen. Aber bei dem anderen entsteht einfach was ganz anderes so. Ja, ja, weil das voll das Chaos ist. Ja. Also du siehst halt nicht, was dabei rauskommen soll. So. Vor allem, wenn du mit Memo spielst. Du meinst ein Schuh, bei Memo kommt dann irgendwann so ein Dings raus, alter Bunker. Oh. Der arme Miamia. Tschüss, Molibär, bye bye. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, kurz Pause. Das ist echt anstrengend, echt wenn man gemalt, die ganze Bruder. Zeit lacht, ne? Ja? Ja. Voll schön gemalt, wirklich. Egal, gleich auf Nifty noch ein bisschen Bauernhof. Du musst echt aufpassen, du musst aufhören, so lustig zu sein. Ne? Was? Der hat sich kurz im Monitor gespiegelt, deshalb hat er sich erschrocken. Ja. Wir alle gehen raus, keiner spielt eine Runde. Nö. Keine eine Vermisse. Nö, ich sag da. Erstmal Kühe melken gehen, Bruder. Oh, mir ist so warm. Gangster, Gangster, ja, ja. Wewe. Ey, die lassen uns alle. Die ganzen Bilder mal hoch, zack. Oh, hast du alle runtergeladen? Ja. Geil. Wo lädst du das hoch? Bilder, Videos bei Curtis im Discord. Was Schleimer. Warum ist denn so? Oh, das ist geil, Alter. Dankeschön. Oh mein Gott. Kurze Werbeunterbrechung. Doch, 1-2 Minuten. Ehrlich, ich muss gleich. Oh mein Gott, mir ist so warm. Dann ist er damit im Grafik-Tablet cheaten. Ich glaube, die Salty benutzt eins, ne? Oder die Mila. Mhm. Winzerlille. Muss den Dämmer mal ein Halsband anmachen.
Ja. Ah, rein, Kid Kirsch. Oh, heute ist anders anstrengend. Vince Lille. Jo. Naja, aber ich gehe heute nicht ins RP. Und weil ich jetzt gleich noch ein Stück Kuchen essen will und chillen will, ist mein Geburtstag. Man wird nur einmal im Leben 31. Außer man geht zu den Bullen. So, für Kartoffel, wie lange streamst du heute noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber morgen ist wieder alles ganz normal. Wenn ich mir nicht heute einen hinter der Binse mipp. Und morgen im Koma lieg. Aber ich glaube nicht. Eieiei. Spielen wir noch eine Runde gleich? Nila? Ich hab muss Curtis überreden, RP, ja, nee, heute nicht. Ich würde am liebsten gleich Dings, nix. Was ist mit dir? Nein, ich trinke heute nix. Ich habe gestern ein Gläschen, hab ich mir gegönnt. Gestern Abend. Hm? Das ist sich voll verändert, alle sagen, das ist Lüge. Vielleicht kriegt die Loco das ja bis morgen hin oder der Nick, dass die Gang-NPCs wieder drin sind. Was für einen, ach, einen ganz, ganz normalen, stinkigen Jackie. Nichts Besonderes. Der schmeckt aber auch, muss man sagen. Mhm. Mann, der ist was ganz, ganz Besonderes. Den kannst du auch nicht, da kannst du nicht viel vor trinken. Vom Juten Hibiki. Hab ich noch fast eine ganze Flasche da. Aber ich trinke ja nix. Wann habe ich den letztes Mal angerührt? Ich glaube Silvester. Man muss ja gewisse Sachen genießen. Ich würde halt Legend nie wieder mit dir reden, wenn du Bier trinken würdest. Ich habe damals im Stream immer Faxe getrunken, halben Liter. Hibiki beim neuen Jahr, aber beim Birthday nicht. Nee, das kommt auf den Dings an, ne? Je nachdem, auf was du Bock hast. Nein. Starkbier. Penner, was ist eine Pennerbombe, Alter? Das ist. Ganz du meinst Artilleriefeuer? Ja, sowas. Pennerbomben. Genau. Pennerbombe. Sollt ihr einfach im nächsten Pennymarkt-Doku mit drinne? Kriegt ein Pennerbomben. Wann sie feiern? Naja, bist gerade der P gezockt. Mach das. Also, I'm ready. Ja, aber normal jetzt, ne? Ja, normal wird das besser. Ich hab richtig Kopfschmerzen jetzt. Trink was. Wasser. Hab schon. So, okay. Ich gehe nach Haia. Macht's gut. Viel Spaß noch. Tschüss. Halbe Flasche Wasser schon getrunken. Eben hier alles. So, normal. Wird überhaupt PC noch, wenn man sagt Pennerbombe? Nee, wollen wir normal oder kein Druck? Normal. Nee, mach ich normal. Normal, ja. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Wo ist denn eigentlich der Goofy hin? Hallo Chris. Weiß nicht, Bruder. Weiß nicht. Wollt ihr nicht eine Pommes oder so? Wenn ich nur ein Bier denke, dann krieg ich Gänsehaut. Nee, Bier finde ich auch eklig. Bier ist eklig, Alter. Ab und an so Radler, wenn es richtig warm ist. Gar nichts davon. Ekelhaft, aber Alter, sonst... Bier geht gar nicht. Jo. Radler ist okay. Das ist halt so schlecht, ne? Ich wette, wir haben alle das Gleiche genommen. Ich wette sogar. Ja, 100 pro. Nee, ich habe was anderes genommen. Ich weiß halt nicht, was das ist, was ich hier malen soll.
Okay, dann hast du wahrscheinlich meins genommen. Ja. Und ich glaube, ich verstehe es falsch. Zeit? Ich weiß halt jetzt nicht, was das ist. Ich will da keinen Penis hinmalen. Okay, dann hast du vielleicht doch nicht meins. Okay. Hello. Ach Mann, wir haben ja gar nicht. Ach stimmt, wir haben nicht so viel Zeit. Soll die welche Haarfarbe hattest du nochmal? Ja, ich bin blond. Ich glaube, wir hatten alle. Ich glaube, wir haben wirklich alle dasselbe. Super, schön. Freut mich. Was ist das Kacke? Was ist denn, Alter? Dings hier, Bummens. Hier Dings, oh ja. Ja. Und ein Joker noch. Ja, und Voldemort, ja. Ey, ich hab ne Nase. Bin ich Voldemort. Krumm und schief, aber ich hab eine. Ah, fuck, ich hab was vergessen. Scheiße. Ja, super. Ja. Danke. Was zum? Was? Okay, ich merke schon, wird wieder spät. Keine Ahnung, was soll das sein? Oh, sag mal. Och Mann, das ist so dumm. Hä? Och. Ja, wir haben wirklich. Wir haben alle das Gleiche. Nee. Ich kann quasi immer dasselbe machen. Wir sind sehr kreativ auf jeden Fall. Da hat man gerade drüber geredet, ey. Scheiße, Alter. Nein, 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 das ist Verbot. Mal aber meinen Ansatz mit dazu. Es muss naturgetreu sein. Da lacht er. Was ist das denn mein? Das wird jetzt eine richtig schlechte Runde. Kriegst nicht hin, ne?
Das wird richtig schlecht. Na, wir sind ja schon durch, ne? Das wird richtig, richtig schlecht. Ja, aber ich... Das ist eine ganz andere Vorstellung, wie lustig sein sollte. Ja. Das ging in die Hose. Das wird so schlecht jetzt. Alright, let's go. Einigen wir uns darauf in der nächsten Runde nicht, dass er sitzt auf eine Winzlille. Auf eine Winzlille, Alter. Ach so, das ist eine Winzlille. Gar nicht. Du weißt nicht mehr, was eine Winzlille ist. Ich weiß nicht, was eine Winzlille ist. Winzlille treibt sich an etwas. Ich dachte, das kommt von Salty. Rei. Ja, keine Zeit mehr. Ja, ist das... Salbe ja. Mit Pennerbombe im Penny. Wow, innovativ. Ja, wir sind alle sehr kreativ gewesen. Richtig innovativ. Salbe Kaufbier im Penny. Ja. Das ist mein Kaufmann. Saldi trinkt Dosenbier ja. Vorm Penny. Ja, wow, innovativ. 1A, top. Herzlich willkommen bei Homebrand. Ja. Ich hab dir sogar einen Joker gemacht. Saldi mit fieser Lockenpracht trinkt Jutes Starkbier. Das ist das schlecht, Alter. Und jetzt ich. Auch nochmal? Solti kippt sich eine kleine Bombe. Sag mal, wie verzweifelt die Salty-Maus sieht. Salty trinkt Bier. Wein weint. Ich schmeck besser. Wow. Das war eine super Runde. Ja. Geil, geil. Ich glaube, die Magie ist vorbei. Ende Gelände. Ja, Pepper, wir haben vorhin mit mehr Leuten gezockt, aber die sind jetzt zwei davon im RP gegangen, dann sind pennen. Drei, gefühlt. Ja, ja. Ja, super. Ja, toll. Super, Magie ist alles. Und eine Winzlülle ist eine Windmühle. Ah, ja. Habe ich auch noch nie gehört. Das hat die Mila erfunden, das Wort. Ja, das habe ich als kleines Kind immer gesagt. Zur Windmühle. Dankeschön, Rachel. Oh nein. Hattest du nie solche Wörter? Ich hab zu Fischstäbchen immer Fischepins gesagt. Und Poi-Poi. Und Poi-Poi zu Kartoffelbrei. So Anknallen habe ich immer Anknallen gesagt. Anknallen? Ja. Ich glaube, ich war da ziemlich langweilig. Ich habe immer nur Metterling gesagt und so. Ich noch gesagt. Ahnung. Metterling. Spini, Poi-Poi, Fischepins, Kinder-Pinowin. Pinowin? Ja, Pinowin. Fufo. Kennt ihr noch Fufo? Ja, ja. Ja. Ich hab das geliebt, als ich klein war. Jochot habe ich auch mal gesagt, anstatt Joghurt. Und Schlangenanzug, anstatt Schlafanzug. Piratenblut, stimmt, zur Erdbeermarmelade. Habe ich Piratenblut gesagt. Poddies waren Pommes. Hab ich nur gesagt. Nicht mehr. Ja, wow, wow ist ja klar, ne? Wow, wow. Popo habe ich immer zu Pferde gesagt. Wuff, wuff. Immer. Zu Kussi, Matussi gesagt. Ein Popo. Da haben sich die Frauen als Kleiner schon immer umgedreht. Ja, ja, Sachen tut man, wenn man noch klein ist, aber jetzt bin ich alt, ich bin 31, ich gehe auf die 40 zu, mein Gott. Hey, hey, hey. Nicht, kleiner Cody. Du bist älter als ich, Bruder. Nein. Ja, bist du älter als ich. Nein. Ja, bist ich werde du? Jetzt noch 31. 33? September. 14. September. 31. Ach, ich bin, oh mein Gott. Memo ist jünger. Aber Salty ist älter als ich. Je. Hä? Salty ist 23. Salty ist schon 40, Alter. Was verstehen wir nicht, 22 mehr. Die Zeiten sind vorbei. Effi, Fanny zu Stefanie. Leise. Und Socker, vielen lieben Dank ebenfalls für 5 gifte Zaps. Wow, das ist wunderbar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, alles. Vieles erinnert man sich sowieso gar nicht, oder? Foi, foi.
Feuer. Und Patschup, ne, Patschup habe ich erst im EP erfunden. Und unter ganz ekelhaften Umständen. Mila ist eh die Älteste. Ne, Mila ist 26. Der Güffi ist der Jüngste hier. Der ist 19, glaube ich. Oder immer nur 18, ich weiß es nicht. Sieht man das Alter nicht an? Wie soll man denn auch aussehen mit 31? Ui. Wie eine schrumpelige Kartoffel, oder? Weiß nicht. Aber bei Männern ist das ja nicht schlimm, die haben den George Clooney-Effekt. Und Alpino, dankeschön für 5 Gifte Zaps. Männer werden immer hübscher. Das stimmt. Frauen nicht. Dankeschön. Ich könnte einfach 10 Jahre älter, ich richtiger Opa. Ich kenne keinen Mann, der mit dem Alter unattraktiver wurde. Ist halt einfach so. Okay, es gibt bestimmt den einen oder anderen, aber. Und den Nordi, dankeschön für 300 Bits. Meine Alter nicht, sie reifen. Ist so. True Story. Ich bin 24 und sehe immer nur aus wie 14. Das stimmt. Hallo, Vince Lille. Was geht, Vince Lille? Ach, das kommt noch, Timma, das kommt noch. Du siehst echt voll jung aus, ne? Außer wenn man dich von hinten sieht. Ja, du hast Rückenhaare? Kurz abgab. Ach, Alter, ist nur ein Name. Ach, Alter, ist nur ein Name, wollte ich sagen. Nur eine Zahl. Schlaf gut, Kingpin. Bye-bye. Viel Spaß auf der Arbeit. Morgen früh. Was bist du? 73, übertreib nicht. Ist auch so, ist auch so. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Also bin ich so 70. Oh. Mich juckt das überhaupt null. Also mich juckt das komplett null. Ich feiere auch meine Geburtstage nicht mehr so wie damals. Ich feiere überhaupt nicht so richtig. Juckt mich nicht. So ein bisschen Kuchen essen, ein bisschen hier, das, dies, das, Ananas, so, aber pff. Ich gehe nicht mehr, ich gehe schon lange nicht mehr weg. Ne. Ich kenne die Donuts von Ikea und die Hot Dogs. Ne, ich feiere auch nicht. Damals, ich kann auch gar nicht mehr feiern. Ich habe, naja, mittlerweile nicht mehr. Aber ich hatte meine ganze Zeit lang echt überall Hausverbot. Ich konnte gar nicht feiern gehen. Boah, ich bin schon überall rausgeflogen, Alter. Delta, wie ganz scheiß heißt, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wie ist denn der scheiß Dings nochmal in Duisburg? Diese komische Ritterburg. Wo ist Unicorn? Er weiß das, der wohnt da. Nähe von Hochfeld. Oh Mann, wie heißt denn die Scheiße nochmal? Genau, Pull. Palp, Alter. Da auch, überall. Du bist ja auch ein Mädchen. Ich hab das immer gehasst. Aber ich hab das auch nur gehasst, weil ich immer mit Leuten unterwegs war, die ziemlich immer aggressiv waren. Die sind gar nicht dahin gegangen, um zu feiern, sondern um Stress zu suchen. Das habe ich das gehasst. Und ich habe bis heute einen Schaden, was Dings angeht. Zug und Bahnfahren und alles. Ja, immer noch. Also ich bin nicht schon lange nicht mehr. Und in meiner Berufsschulzeit bin ich immer mit Bahn gefahren. Aber wir sind immer, ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt, Prinzipitzer Eisenbahn oder so gefahren. In Zentro, in Oberhausen. Und immer erste Klasse und immer wurden wir erwischt, Alter. Immer. Immer wurden wir gebrachbart, Alter. Sag, wie das ist, Junge. Ich hab da so einen richtigen Schaden von. Ich hasse das. Bus auch. Ich hasse auch Busfahren.
Wenn die anderen Stress gesucht haben, warum habe ich dann Hausverbot? Weil ich meinen Freunden immer geholfen habe. Mein bestester Freund ist so ein, das ist der Gemmo. Weiß nicht mehr, ob der heute noch ist, aber das ist so ein kleiner Ulifutz. Der ist so groß. Der war immer ganz vorne mit an der Front dabei, wenn es um Stress ging. Der hat sich auch in Sachen eingemischt, die denen gar nichts angegangen sind. Und den habe ich dann immer rausgezogen. Um da hinzukommen, musste ich mir natürlich den Weg freimachen. Der Gemmo, Alter. Das waren echt wilde Zeiten. Das ist übrigens das Sample für das Notorious B.I.G.-Ding. Das für eine Karre. Mein Auto. Junge. Wisst ihr, ich fahr? Ich fahr gar nichts. Ich hab kein Auto. Ich wollte schon seit 3 Jahren meinen Führerschein wieder nachmachen. Hab ich mir immer vorgenommen. Nie gemacht. Ach, hör mir auf mit Turbinen, Alter. Da hab ich ganz, ganz, ganz schlechte Erinnerungen. Nee, kein RP mehr heute, Schwester Kusch. Morgen ist er da. Auto teuer? Ja, kommt drauf an, was du unterhältst, ne? Machen, hol Benz, um hinzustellen für Selbstbewusstsein. Nee, brauche ich nicht. Die kleinen Terrier in der Gruppe sind immer die schlimmsten, das stimmt. Ohne Auto kannst du bei uns auf dem Land voll vergessen. Als junger Mann in der Disco war immer etwas Stress, schon wenn es um dein Girl ging. Um dein Girl. Das ist doch. Okay, das ist natürlich doof, aber dass jemand auf dich aufpasst. Oder jemand so Zivilcourage, der auf Frauen aufpasst, ne? Und das ist ja kein neues Thema, das war ja damals schon so, dass Frauen belästigt wurden und so ein Scheiß. Lulatsch! Das war ich. Da halte ich mich bedeckt. Ich hätte ihn gefragt, wie der das geschafft hat. Küsst ihn doch, Mila. Fuck the shit I'm out. Was? Gamble, Dankeschön für den Resub im 14. Monat. Und Esbelle, Dankeschön für den Resub im 38. Ja, ja. Gute Nacht, Stonehead. Einen Kollege gönnt man halt ein. Ein richtiger Kollege wird sowas niemals machen. Sowas gab es bei uns nicht. Doch später gab es sowas mal. Aber sehr, sehr vereinzelt und das gab auch richtig viel Stress. Was geht jetzt noch? Ja, Talk, bisschen und gucken. Aber ich denke mal, ein bisschen Kuchen essen, duschen und ein bisschen Netflix oder so. Und morgen dann ganz normal weiter. Ich hoffe, dass die Loco die oder der Nick die NPCs wieder reinkriegt da. Die Freundin von dem Kumpel war immer tabu, das stimmt. Aber das ist doch heute noch tabu, oder? Würdest du mich küssen, darf ich den Desert küssen, Mila? Erstmal Erlaubnis fragen. Oh, ganz altes. Ich bin so alt! Das ist aus John Singletons Baby Boy. Übrigens ein guter Film. Dann spielen wir eine Gigantik von so. Keine Ahnung, frag Mila und Zeitdienst, ob die Bock haben. Dann kannst du morgen zocken. Oh, früh muss ich zur zweiten Impfung.
Reloaded, dankeschön. Aber ich werde nicht 40. Ich bin 31. Ich bin Verräter jetzt. Da liegt es so gut. Und ich bin happy. Mein Schlafrhythmus ist gefixt. Ich kann wieder durchschlafen und bin erholt. Und 2000er war halt Hip-Hop und alle dachten, die sind Gangster. Die haben alle Dipset getragen, Alter. 5 XL Hoodies und Baggies, die hinten auf dem Boden geschliffen hat, Alter. Ich weiß das noch. Junge, das war richtig wild. Und nach dieser Hip-Hop-Dings kamen alle, haben sie alle auf Playboy gemacht, so. Mit, so richtig. Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit, Alter. Diese Playboy-Dings habe ich nicht mitgemacht. Ich war immer schon so... Ne, ich habe überhaupt gar kein Dings mitgemacht. Ich habe immer schon Jeans getragen oder Jogginghose und Hoodie, so ganz normal. Und ganz normale Sneakers, so. Ja, man, vom Markt die. Ich weiß genau, welche du meinst. Fubu, ja, man, Fubu. Ne, und Snapbacks habe ich getragen, schon bevor die in waren. Doch, ich habe immer Caps getragen. Naja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe auch nie Etardi oder so getragen. Das ist schön zu hören. Ich dachte, den Schlafrhythmus ist nach 2 Tagen gleich wieder rippen. Nö. Ich kann gut einschlafen und ich penne durch. So 8-9 Stunden. Ich war früher Breakdancer, schreibt der Edel. Der hat sich auf so einer Zeitung, hat er sie mit dem Kopf drauf rumgerollt. Deshalb ist er auch heute so. Echt? Die Mila hatte eine Gothic-Zeit. Mila hatte eine Gothic-Zeit. Und der Memo war auch Emo. Tschüss erstmal, bye-bye. Oder das richtig alte Leute-Gespräche hier, ne? Wo ist noch so geil war, magersüchtig zu sein, sagt sie. War? Keine Ahnung. Ah, dankeschön, juhu, duhu. Stell mir gerade den Memo als Emo vor, Alter, das wäre super lustig. Und nach dieser Playboy-Zeit kam so diese Bushido mit Dings, Alter, hier. Dann haben sie auf einmal die normalen Leute so Lonster getragen, obwohl das vorher nur so. Ja, ja, genau, Alter, diese, oh mein Gott, Junge. Ja, Mann. Hab ich nie gemacht. Ich hab immer an dem Ding, wo die Zeitung reinkam, geklappert. Diese komische Walke hinter hat, diese Klappe, wo Zeitung reinkam in der Tür, daran hab ich geklappert. Ich hab nie geschellt. Ehrlich, das ist kein Witz. Wir haben damals in so einem Zechenhaus gewohnt, das wird euch nichts sagen. Das sind so alte Bergbauarbeiterhäuser. Da gab es immer diese Klappen, Alter. Voll gut. Aber eins ist geblieben, trage immer nur Air Max. Mann, ich bin damals zu meinem Nachbar gegangen, hab dem 5 Mark oder so gegeben, damit er mir eine CD brennt, Alter. Yo. Klar, VHS. Ich habe damals aus dem Radio Musik aufgenommen mit Kassette. Und dann habe ich irgendwann Internet gehabt und dann ist mein Leben abgestürzt. Boah. Es gibt sogar einen, ne? Es gibt einen bei Knuddels, der ist Curtis Kusch.
Der hat sich irgendwann so benannt, so nachdem ich angefangen habe zu sagen, ja klar, Junge, auf jeden Fall, Alter. Bro. Speedy Share und so? Oh, ich glaube, ich hatte mit, ich glaube, als ich 12 war, hatte ich das erste Mal Internet, oder mit 12 oder 13. Da hatten wir, glaube ich, die, ich habe die Geschichte schon mal im Stream erzählt, wir hatten, glaube ich, 180 Stunden im Monat frei, weil da gab es noch keine Flatrate. Und mein Bruder und ich haben so komplett übertrieben, dass mein Vater, Alter, die Internetbüchse, also Telefonbüchse aus der Wand gerissen hat. Weil wir komplett wir haben so übertrieben, Alter. Mann, meine Schwester hatte damals einen Pieper, Alter. Ja, so ein Ding, wo man so SMS draufschreiben konnte vom Haustelefon. Irgendwie, ja, einen Pieper. Alter. Pager halt, ja. Ich habe nie ICQ gehabt. Weil mein Kumpel, der schon länger Internet hatte, der hat immer zu mir gesagt, bei ICQ musst du aufpassen, da kriegt dein Computer Viren. Deshalb habe ich das nie geused. MSN habe ich immer genutzt, auch MSN Plus. Wurde dich dann hast du dich da selber geaddet bei MSN Plus, um zu gucken, wie dein Name in farbig aussieht und so. Weil man musste immer Style haben, Alter. Ja, ja. Ich hatte auch so eine komische Mod da drin, dann habe ich mich später so ein bisschen mehr für Computer interessiert und habe so Script-Kiddy-mäßig Programme gefunden, die kein anderer von meinen Kumpels hatte. Und dann hatte ich so Homepage, ja. Ich hatte dann so eine Mod für MSN, da konnte ich die ganze Zeit Ring schicken und so ein Scheiß, Junge, bin ich immer auf Nerven gegangen. Genau. Und die Leute, die kein MSN Plus hatten, haben die Namen nie lesen können, weil da immer so komische Zeichen drin waren. Dann, hey, ja. 12 oder 13. Meinerich. Ja. Internetcafé? Da war ich auch, da hat immer eine Stunde hat immer 1 Euro gekostet. 1,6, ne? Mann, als ich damals bei meinem Opa und bei meiner Oma zu Besuch war, mein Opa hatte schon Internet, da durfte ich immer so eine halbe Stunde am Computer und dann bin ich immer auf so Internetseiten gegangen wie Tupac.de und 50cent.de und so was. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Aber das war eine ganz andere Welt, Mann. Das ist ja nur, Alter. Ja, klar. Es gibt auf Netflix auch so eine Doku, die heißt irgendwie Unsere Spielzeuge oder so. Als ich klein war, habe ich immer gerne mit so Actionfiguren gezockt. Da stellen die dann vor, wie damals die Turtles entstanden sind, so als Spielfiguren und so. Das ist auch mega interessant. Ich hab diese Dinger von den Power Rangers, diese Swords, ne? Ich hatte die alle, Alter. Ich war der größte Motherfucker. Ich hab damals schon RP gezockt, Alter, in meinem Kinderzimmer auf dem Teppich. Ehrlich. Ich hatte die übelsten Stories da am Laufen, Junge. Ja, das. Ja, Bro, ey, ohne Witz. Ich bin im Geräteschuppen von meinem Vater gegangen. Hab mir so einen Catchring selber gebaut, Alter. Mir so eine Holzplatte genommen, links, rechts, überall so einen Nagel reingekloppt. Und dann von der Pommesbude, Alter, hab ich mir so Dings geben lassen. Gummibänder. Junge, ich hab richtig abgerissen. auf der GTA-Reihe bin ich komplett hängen geblieben. Als ich das erste Mal gezockt hab, Junge, als die Sicht noch von oben war, ich weiß nicht, welches GTA das war, da bin ich komplett hängen geblieben. Ja, das war ja später. Nee. Wie heißt dieses Kackspiel nochmal? Da konntest du auch rumfahren, aber du konntest keine Passanten umfahren. Die sind immer zur Seite gesprungen. Wie hieß das? Aber das hat mich so aufgeregt, ne?
Weil ich war vorher GTA gewohnt und da konntest du alles umbrettern, Alter. Und in dem Spiel ging das nicht. Ja, ich Driver hieß das, glaube ich. Ich glaube, das war Driver, Mann. Nein, du konntest die nicht anfahren. Oder Ding. Und das erste richtig schlimme Spiel, was ich gespielt habe, war dieses Postel. Da konntest du Leute mit einer Schippe verkloppen und die anpinkeln und so. Wie hieß das, Alter? Das ist, glaube ich, da darfst du nicht mal zocken, Alter. Das ist verboten in Deutschland. Postel? Bro, Junge. Da bin ich durchgedreht, Alter. Das sag ich dir. Und dann natürlich Vice City, ne? Sag ich ja, hören wir ja gerade das Radio davon. Da bin ich auch am Strand hoch und runter gefahren. Da habe ich sogar angefangen zu modden in dem Spiel und hab mir so Custom-Autos reingemacht. Konnte Fast and Furious und so ein Shit. Boah, Duke Nukem. Du, ey, edel, Alter, Duke Nukem. Da war ich immer in diesem Stripclub. Und die Frauen hatten immer, da waren so Typen mit Schweineköpfe. Aber ich durfte den Shit nie spielen, weil mein großer Bruder nur die Playstation hatte oder den Computer. Und der hat mich nie spielen lassen, Alter. Naja, der hat mich nicht spielen lassen. Mich nicht. Ich durfte nicht. Ich hatte noch so ein Dings, ich hab keine Ahnung mehr, wie das heißt, Alter. Das war ein Fernsehen. Das war ein Fernsehen mit Spielkonsole innen drinne. Weiß ich nicht. Das habe ich irgendwann mal Jahre später auf dem Flohmarkt verkauft, Alter. Da kam so ein Sammler, der wollte das unbedingt haben, da habe ich die Kohle bekommen. Flohmarkt bin ich auch immer gegangen. Immer. Ich habe meine eigenen Actionfiguren, auf die ich keinen Bock mehr hatte, habe ich verkauft und mir bei den anderen Kindern neue Sachen gekauft. Schande! N64, Super Mario 64, Mann. Da sind wir auch verzweifelt. Und irgendwann kam der Gameboy und so, ne, mit Pokémon. Ich hatte sogar, Alter, ich hab mir aus dem Quelle-Katalog damals zum Geburtstag diesen Link-Kabel gewünscht. Und irgendwann habe ich mir so ein Cheat-Modul dafür gewünscht, ne? Da musstest du das Spiel reinstecken und dann in den Gameboy. Dann konntest du so Mew holen und so ein Shit. Und das habe ich dann auf dem Schulhof alles verteilt. Ich war der größte Wichser. Mogelmodul, genau. Wer kennt noch Mogelpower? Die Seite gibt's ja heute noch. Oder? Metal Gear Solid war auch brutal. Da habe ich meinem Bruder immer zugeguckt, wie der gespielt hat. Und der hat mich immer aufgeregt, weil er so dumm war. Und als er das dann durchgespielt hatte und man den Stealth-Anzug hatte, durfte ich auch. Und ich habe immer alle getötet, weil ich unsichtbar war. Aber ich durfte nicht spielen, Alter. Der hat mich immer aufgeregt, ne? Da bin ich manchmal, wenn er zum Fußballtraining gegangen ist, bin ich heimlich am Computer und so. Und sobald ich das Auto draußen gehört habe, weil mein Dad wieder zurückgekommen ist, so, den vom Training abgeholt hat, schnell Computer ausgemacht. Ja, aber heute kommt eine PlayStation 5 raus und die kannst du einfach nicht kaufen. Klar. Aber wie groß die Welt damals war, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, Alter. Wenn ich mit meinem Dad in die Videothek gegangen bin, ich glaube, da habe ich auch schon mal erzählt, da gab es ja immer eine verbotene Seite, ne? Aber es gab auch noch eine andere verbotene Seite mit Horrorfilmen und so ein Shit. Und da standen immer oben auf den Dings so diese Actionfiguren. So von Resident Evil und so, die auch erst ab 18 waren, warum auch immer. Aber das, ey. Oder wenn ich nach Toys R Us nach Meiderich gefahren bin, ne? Ey, das war mein Leben, Alter.
Ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, wenn ich so ganz alleine da wäre und mit allem spielen könnte und so. Ja. Oh, ich war so neidisch, Alter. Ey, ich war so neidisch, ne? Ich wäre da so durchgegast, Alter. Super Toy Club hieß das. Das gibt ja heute auch noch so, für bei Mediamarkt und Saturn gibt es manchmal solche Events. Also habe ich schon auf YouTube gesehen. Die rennen da rum und können Handys und so ein Shit nehmen. Mann, ich lag auf dem Boden in meinem Kinderzimmer mit diesem mit diesem Heft davon. So mit den nächsten Spielzeugen, wer bald erscheinen wird. Und ich habe mir ausgemalt, ich kaufe mir das und der gehört dann zu meiner Spielzeuggruppe da und den hole ich mir. Ich habe alles markiert mit dem Stift, Alter. Mein Vater hat mir den Vogel gezeigt. Was? Ja, wenn er aber Glück hat, ist, dass die gut ausgeschnitten wurden und so, ne? Ich werde dann nie vergessen, hat sich ein Kumpel von mir einen Boosterpack gekauft am Kiosk. Ich habe denen gesagt, er soll den mit dem Glurak vorne draufnehmen, weil ich dachte, als ich klein war, da ist ein Glurak drin, ne? Und der macht das Ding auf und da war tatsächlich ein Glurak drin, ne? Und der packt diese Karte, hebt die so mit zwei Armen in die Luft und rennt über die Straße, fliegt hin und die ganze Karte ratscht auf dem Boden auf. Der hat so geheult, ne, Alter? Doch, das hat gejuckt. Ja, klar. Dankeschön, Lifty. Bye-bye. Ja, meine Schwester hat Dillemäuse gesammelt. Schwester Kusch! Die hat ganzes Zimmer voll gehabt, voller Diddle-Mäuse, Alter. Und umso größer die Dinger waren, umso besser war das. Diddle-Blätter, alles, Junge. Und wehe, ich hab einen Stift genommen und hab in die Diddle-Blätter reingemalt. Da hab ich eine Fresse bekommen. Da durfte man nicht reinkritzeln. Ich hab keine Ahnung, was du alles gerochen hast schon, ey. Und meine Schwester war Kelle Families Fan. Bachelor. Ja, Mann. Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Jeanette Biedermann war einfach heimliche Liebe damals. Ich habe eine Diddle-Maus als Kuscheltier gehabt, konnte ohne nicht pennen, nachdem ich jetzt Knirps Master Tech gesehen habe. Mein Vorbild war damals immer Dr. Joe Gerner von GZSZ, ne? Ja, ja. Jetzt hat meine Mutter sich immer reingezogen, Alter, und auf Premiere, Krimi und Co. Ich habe das gehasst, ne? Und die haben immer Formel 1 geguckt und ich habe das gehasst, Alter. Ich wollte Zeichentrick gucken. Ja, da, oh mein Gott. Arabella Mittag, ja, Mann, Alter. Ja, Mann, Alter. Das gibt's heute gar nicht mehr, ne? Boah, aber ohne Granate, du.
Ja, TV Total war Liebe. Vor allem mit den ganzen Events, die die gemacht haben. Leute, Vogue WM und so, das war einfach. War trotzdem cool. Und was ich immer geguckt habe, bis spät in die Nacht, weil meine Mom das immer geguckt hat, wenn Mike Tyson damals gekämpft hat. Das kam mitten in der Nacht, 3 Uhr nachts, das habe ich immer mitgeguckt. Die hat dann immer mit meiner Oma telefoniert, weil die auch so Box-Dings war. Box-Fan. Hab ich mir mal angeguckt, wie die sich gegenseitig in die Fresse hauen. TV Total war übelst gut. Hey, das mache ich heute noch. So, tschüss, Mike, bye-bye. Ich hatte immer richtig Schiss, ne, vor dieser, ach, wie heißt die? Der eine hieß da von Fulda oder so, Akte X oder so ein Shit, ne? Oder hier, wie heißt die Kacke, wo Mordfälle aufgeklärt wurden? Autopsie und so, boah, ich hasse das gar. Ich hab das gehasst wie die Pest, ne? Diese scheiß Musik und so, ich hatte immer Angst davor. Und ich hab das gehasst. Ne, nicht Aktenzeichen. Medical Detectives und so diese. Und dann war ich ganz klein und dann hat meine Mama mir erzählt, dass es in Duisburg mal einen Kannibalen gab. Der hieß irgendwie Kroll oder so oder Barsch, irgendwie sowas. Oh mein Gott. Und 7 Jahre später bin ich besoffen auf Villa Budberg gelaufen, auf so ein Geisterdings. Es gibt bei uns so in Duisburg, ich weiß nicht, ob welche aus Duisburg hier sind, kennt eigentlich jeder, Schloss Budberg. Da haben alle Jugendlichen immer gesagt, das ist voller Spukkosten und so, das spukt, da gibt's Geister. Und da sind immer alle hingefahren. Das war zu irgendeiner WM, Alter, da war ich sturzbesoffen, dann bin ich da einfach draufgegangen. Das hat mich gar nicht mehr gejuckt. Ja, aber diese Alien-komische Sendung da, was hab ich gerade immer gesagt, wie hieß die? Nicht X-Faktor. Akte X, ich hab das gehasst wie die Pest. Die Comics waren ja, diese Cartoons waren ja damals viel, viel besser. Die sind weggelaufen. Ja, Geschichten aus der Gruft. Geschichten aus der Gruft, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Und was ich auch gerne geguckt habe, war die Camper, Alter. Das war aber kein Cartoon. Ich habe das mal gesucht. Ich wollte mir mal so ein paar Folgen davon reinziehen. Wieder gibt es nicht im Internet. Kennt ihr das, die Camper? Das war mit Axel Schröder und so. Das war so eine Sendung. Von so einem Campingplatz und so. Das war immer mega nice, Junge. Alles Atze auch, ja. Aber die Camper gibt's nirgendwo. Habe ich nirgendwo gefunden. Ja, das sowieso. Klar. Für den Club. Unser Leben für den Hund. Schwabbel, schwabbel. Ja, klar. Und South Park war damals immer verboten, weil die so asozial waren. Weil die immer rassistisch waren und so, Alter. Das kam immer bei MTV. Ja, mittlerweile behandeln die ja so aktuelle Themen und so, aber damals war das richtig Fäkaliensprache, rassistisch alles, Alter. Das kam immer auf MTV nachts. Ja, Melke mit den drin auf jeden Fall auch geil. Weißt du, was ich mich immer gefragt habe bei Viva und so? Welcher Idiot sitzt da mit seinem Handy und schickt dann eine SMS hin, damit der einen Song voten kann? Und wer zum Teufel chattet über den Fernsehen, Alter?
Wer schreibt denn eine SMS hin mit Mila, I love you, X, Kuss, bis nachher, bin nur auf der Arbeit, Olaf. Wer macht das, Alter? Wer hat das gemacht? Ich habe in meinem Leben nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, boah, Alter, bin ich bei Viva da richtig reingeschüttet, du. Ja. Also bei den Teletext-Dingern habe ich später erfahren, dass viele Ticker, also so richtige Großdealer, über den Teletext von RTL und so Sachen quasi so, weißt du, was ich meine? So Termine ausgemacht haben und so ein Shit. Weil das halt komplett unentdeckt war. Das war halt voll pfeifert. Ich weiß das nicht. Damals wurden noch Klingeltöne gekauft. Ich auch. Ich glaube auch. Wie viele etliche Millionen gemacht haben müssen mit diesen Crazy Frog-Scheiß und so, ne? Bro, diese ganzen Hyperaktiven, die da saßen und dachten, da brauche ich den Klingelton, den brauche ich, Alter. Junge. Was meinst du, wie viele Millionen die gemacht haben mit diesem Nacktscanner, weil die Leute gedacht haben, yo, da halte ich mein Nokia ohne Kamera dahin und dann ist die Frau nackt auf meinem Handy, Alter, die Idioten. Was sind die dumm, Alter? Dankeschön, Dieter, gute Nacht. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht mehr auf dem... Also das weiß ich echt... Ich weiß echt nicht, wann ich YouTube entdeckt habe, ne? Ich war vorher immer auf einer ganz anderen Seite. Die hieß, glaube ich... myvideos.de oder sowas. Ja, genau. Kennt er die Dings noch, wenn es 0 Uhr wurde? Ruf mich an! Ich schwöre bei Gott, wenn ich irgendwie auf der Couch geschlafen habe oder so und meine Eltern noch Fernsehen geguckt haben und das war nach 0 Uhr, ich habe mich immer so geschämt, wenn diese Werbung kam, ne? Ich habe mich immer so geschämt, Alter! Reife Frauen aus deiner Nähe! Und ich immer aus dem Fenster geguckt, wo? Was? Das ist Twitch vorher gewesen. Ja. Amadini, Bruder, dankeschön. Und Black Moon, dankeschön für den Resub im 18. Namen in die Runde, hallo. Dankeschön. Und Paco, danke für den Prime im 11. Alles Gute, Kurtz, hab gehört, das geht noch 20 Jahre oder mehr. Ich hoffe, Brudi, danke. Ist so, Ted, ich hab immer leise gemacht, wenn diese Kackwerbung kam. Gewettert heute noch? Ich hab, glaube ich, schon jahrelang kein richtiges Fernsehen mehr geguckt, wie ProSieben oder so. Ja, gib mir die Werbung noch. Es gab ja auch diese sexy Sportclips und so. Da habe ich auch mal weggeschaltet. Ich habe mich so, selbst wenn ich alleine war, habe ich mich geschämt, Alter. Die Frauen haben mir immer so komisch in die Augen geguckt. Das war unangenehm. Ja, klar. Oder... Gab wilde Sachen. Ich habe sogar immer noch meine E-Mail-Adresse, die ich mit 13 Jahren angelegt habe. Bei Yahoo. Ja, habe ich immer noch. Und da kriege ich die ganze Zeit immer nur so Spam-Mails und so Shit, Alter. Ich habe die immer noch. Heh.
Der Quelle-Katalog war für jeden Boy früher das Beste. Da habe ich sogar mal später... Lenzung, dankeschön, vielen lieben Dank. Und Hamadini, dankeschön für den Prime-Sub im 9. Aha, 9 Monate, Baby, Hamadino Kusch ist auf dem Weg. Das wird arabische Groove, Großfamilie. Amanakoyim. Dankeschön. Ach so. Deshalb versteckst du aber meine Hosen. Oh, wie viel Scheiß man sich erinnert, ne? Da, wo man gar nicht dran denkt. So. Ja. Warum, die Zeit ist immer nur geil. So, wenn ich an die Zukunft denke, ich werde, mein ganz auf jeden Fall, werde ich immer Gamer bleiben, hundertprozentig. Und was weiß ich, Alter, in 10, 20 Jahren oder so, hat man so Monitore, die, das gibt's ja heute wahrscheinlich schon, die nur aus so einer Glasscheibe bestehen. So richtig minimalistisch, so voll geil, Alter. Oder VR, VR-Chat oder so wird noch besser. Ich habe letztens mit Mila hier The Dings geguckt auf Netflix, The Player One oder so hieß der. Da sitzen die auch so eine Brille. Ja, ja, genau, richtig guter Film übrigens. Die setzen sich da die Brille auf und dann sind die in so einem Game drin, Junge, Alter. Wenn es das irgendwann mal geben sollte, ne? Da kannst du mich aber komplett vergessen. Meine beste Zeit war eindeutig 15 mit 18. Mit dem Roller Mofa nur draußen rumgeflogen, scheiße gehabt bist. Ja, Bruder, ich auch. Ich hatte eine Aprilia SR mit so Custom Spray Paint von Spider-Man, Alter, eine wassergekühlte. Da habe ich im Jugendzentrum meinen Mofa-Führerschein gemacht bei einem richtig bekannten Polizisten aus Duisburg, der den Mofa-Führerschein noch später dann unterschrieben hat. Und den ersten Tag, als ich den bestanden hatte, habe ich direkt alle Drosseln rausgenommen, 70 Kubik rein, Alter. Junge, bin richtig abgedüst. Und jedes Mal, wenn die Cops mich angehalten haben, die haben mich immer gehen lassen, weil auf meinem Mofa-Führerschein von dem Polizisten der Name stand. Weil die wussten so, dass ich den bei dem gemacht habe. So, haben die mich immer ziehen lassen. Ich habe nie eine Strafe bekommen, nie. Ich habe auch jedem die Vorfahrt genommen, Alter. Ich schwöre bei Gott. Ich habe ganz oft Leuten die Vorfahrt genommen, aber weil ich dumm war einfach. Auch Roller im Sommer, mega nice. Hatte ich auch mal immer wieder vor, eigentlich einen zu holen. Doch, mein Roller für den Sommer auf jeden Fall. Ja. Gamer mit... Ja, ja, den kenne ich zumindest, klar. Da haben die ja auch so eine virtuelle Welt, so dass es auch... Das wird irgendwann kommen, Alter. Ich sag, wie das ist. Und dann bin ich Game Over. Masahiro, ich kann seit Monaten nicht irgendwo anders subscriben, weil der das PayPal einfach von meiner Schwester nicht annimmt. In der Schule immer King, wenn man einen Roller hatte, jo. Mein Bruder hatte eine Piaggio Zip, Alter. Mit einem Downhill-Lenkrad. Die hat immer angefangen zu brennen, wenn er losgefahren ist, Alter, weil der nur rumgebastelt hat. Junge, Dankeschön, Master P. Rollerzeit war richtig wild. Dankeschön, Therese. Boah, ich hab mich auf der Fresse gelegt. Ich hab mich richtig auf der Fresse gelegt. Aber egal, Rollerfahren macht richtig Bock. Stärker für den Sommer auf jeden Fall. So einen schönen Zweitakter. Dankeschön, Caddy. Nee, Quatsch. Hä? Ah, nee, warte, ab einem bestimmten Alter darfst du eine Mofa ohne Führerschein fahren. Ja, ja, aber ich weiß nicht mehr, wie alt man sein muss. Ansonsten Mofa-Führerschein halt, ne? Wenn du Autoführerschein hast, darfst du sogar 50er fahren. Gott, bin ich ja auch schon gefahren. Ja, klar. Teddy, dankeschön für den Prime-Sub im 23.
Das würde ich halt niemals machen im Leben. Ich würde niemals Motorradwäsche machen. Also ich würde niemals Motorrad fahren, Alter. Hau ab. Dankeschön, Unreached. Grüßi und danke, Sunny Boy. Und Flo, dankeschön für den Prime Sub im 7. Ja, Quad macht richtig Bock. Ein Kumpel hat eins gehabt, damit bin ich immer rumgegurkt. Da hat man so richtig nur die DMX-Filme geschoben, Alter, weil die immer in den Videos mit Quads rumgeballert sind. Inge Felix, dankeschön. Mann, Mann, Mann. Immer im Sommer zum Tender mit Roller gefahren, Alter, das war wild. Und dann nicht zu dem See da, direkt zur verbotenen Seite, auf der Sandburg. Da durfte man nicht drauf. Wir sind aber trotzdem drauf gegangen. Weil wir waren Rebellen. Und danke, Gandhi, danke, Gandhi. Zockst du noch Rust, Gandhi, auf dem Server? Ja, Pocketbike habe ich auch geballert, Alter. Als die Dinger rausgekommen sind, man, die waren ja komplett insane hier. Direkt beim Delta am Ikea-Parkplatz sind die mal gefahren. Dankeschön, Bellic, und guten Abend. Bald Community-Treffen, alle kommen mit Roller. Der Shorty hat ja sogar auch so für seine, wenn er sich da mit seinen Autodingern trifft, hat er sogar immer ein Pocketbike mit, so damit die da zum Kiosk und so fahren können vom Feld aus. Dankeschön, Nancy. Und Juli, dankeschön für den Prime Sub am 7. Happy Birthday, dankeschön. Glückwunsch, danke. Ja, war wild. Egal, heute sitzen wir vorm Computer, machen RP. Memo hat übrigens Frau und 5 Kinder, wenn ihr euch anschreibt, einfach ignorieren. Ja. Auf jeden Fall werden die 2-3 Leute sich erinnern, die mir meine Emotes tätowiert haben, irgendwann mal in 10 Jahren. Ja. Ich meine, okay, ne, wenn das für die was bedeutet, ich weiß ja nicht, vielleicht. Ich habe schon oft Nachrichten bekommen bei Discord, so von wegen, ich habe eine echt schwere Zeit gehabt und ihr oder du hast mich immer zum Lachen gebracht, danke so. Vielleicht erinnert die das an die Zeit, wo die so, ich sag mal, wo die sich geheilt haben. Dann ist das cool. Dankeschön, Itzandria. Darf man das? Ich würde das auch machen. Fox, klar kannst du das machen, wenn du das möchtest, aber ich würde dir davon abraten, das zu machen. Guck mal, der Prepper sagt zum Beispiel, so ein Äffchen irgendwie so ist ja fein, aber es gibt ja auch Leute, die sich einen Servernamen haben tätowieren lassen. Und dann irgendwie 2 Wochen später da von dem Server gebannt wurden. Da gibt's einen bekannten, gebannten YouTube-Streamer, der hat sich das GVMP-Logo tätowieren lassen, Alter. Bro. Stay und ich haben ja auch einen Partner tätowiert. Wir haben beide Alternate Life in dem Nacken. Und darunter dann von Roman das Gesicht. Masahiro, dankeschön für $5. Dann gibt's halt so einen Subkappa. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Mein Paper funktioniert bei Dings auch nicht. I feel that. Ei. Und Showtime, dankeschön für den Resub im 18. Fox, was hast du denn für Emotes von 2 anderen Streamern? Wenn du willst, mach. Lass dir Keikos Tinkepäckchen tätowieren. Hat die Mila auch. Ach, muss doch jeder für sich selber wissen. Dankeschön, Joker.
Ah, Gandhi, okay. Helle Rente, Alter. Mit dem Durchstreichen? Ja, oder du suchst dir einfach, der nächste Freund muss einfach auch wieder so heißen. Dann kannst du am ersten Date schon sagen, guck mal, ich mag dich so sehr. Wow, 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 wow. Sven. Ei, Brudi. Ei, ei, ei. Dankeschön. Vielen lieben Dank für $50 as well. Gönn dir deinen Ehrentag. Und Dankeschön, Sven. Vielen lieben Dank, Mann. Genau wie Kraftmeier vorhin. Absolut wahnsinnig seid ihr schon wieder. Vielen lieben Dank. Aber wir quatschen gerade nur ein bisschen. Fühlt sich unverdient an. Trotzdem danke. Chat. Achso, ich musste, ich hab mich gerade, nö, Memod wieder reingekackt. Ich musste mich gerade beim Sven bedanken für 50 Euro Donation. Ich bezahle, ja, nächstes Mal bin ich dran. Ach, du kommst eh nicht, Alter. Letztes Mal stand ich im Regen, Alter, mit Minirock. Wer kam, du nicht? Hab ich FaceTime mit Goofy gemacht, war der Goofy Badewanne. Wanne, Buddy. Erstes Treffen mit Memo im Real Life. Der holt mich ab. Ich weiß gar nicht, mal bist du nochmal gefahren? Audi? 5er BMW. Wir fahren über Landstraße, natürlich ordnungsgemäß mit über 200. Wir sehen auf der rechten Seite auf einmal so Ziegenherde, Junge. Der geht voll in die Eisen, Alter. Und wir gehen uns erstmal Ziegen und Schafe angucken, Alter. Und dann gucken wir uns diese Schafe da an und in der Nähe war so ein, wie heißt das nochmal? So ein Trailer, so ein Campingwagen. Da kommt auf einmal straight so ein Kiffer raus. Also, was macht ihr denn da mit der Schafe? Er dachte, wir wollen 200 Schafe klauen, Junge. Ja, ja. Ich habe auch keine Tattoos, aber ich war mal vor ein paar Monaten überlegen, ob ich mich im Gesicht tätowieren lassen soll. Ja. Da habe ich sogar noch, aber die wird gleich, die wird, glaube ich, von euch keiner kennen, die Kiki. Die hat auch mal ganz früher, die, ich weiß gar nicht, ob die streamt noch. Ja, ich habe erstens Mila gefragt, was die davon hält. Und dann habe ich halt eine Tätowiererin gefragt, die ich kenne. Was heißt kennen? Die hat mal irgendwann mal RP gezockt, ich weiß, dass die Tätowiererin ist. Habe ich die gefragt, was die davon hält. Und ob man das heutzutage machen kann. Weil I don't give a shit, Alter. Was soll ich denn mal, Junge, jetzt mal, du hast nicht mal Brustsache. aber hätte ich gemacht, ich habe sogar meine Schwester gefragt und meine Schwester hat gesagt, pff, wenn du das willst, dann mach das. Klar ist das kritisch im Gesicht, aber ich, ja, ich finde es halt an keiner anderen Stelle schön, ich bin ganz ehrlich. Jeder hat ein Tattoo auf dem Oberarm oder so, das, ich weiß nicht, das ist irgendwas, außerdem passt das zu meiner Fresse. Edgar, ich hatte kein Motiv dafür. Einfach überlegt. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Postleitzahl ins Gesicht. Und Mr. Anonymous, vielen lieben Dank für $35. Alles Gute, Buself, Holiday. Present. Wer auch immer du bist, vielen lieben Dank. Und ein anderer Sven, Dankeschön für $24. Ja, ich habe da den Dollar eingestellt. Ich bin Sven und ich bin Oldboy. Noch ein Sven, vielen lieben Dank, ihr zwei Svennies. Rolex unterm Auge. Guck mal, ihr lacht alle mit der Postleitzahl, ne? Aber es gibt einfach Menschen, die fühlen das, woher die kommen. Das ist einfach so. Ich finde das gar nicht schlimm, ne? Wie viele habe ich hier schon im Chat gelesen, die 4-7 hinter Namen stehen haben und so, weil die dann einfach repräsentieren, woher die kommen, Alter. Man kann doch stolz darauf sein, woher man kommt, so wo man aufgewachsen ist. Ich finde das nicht schlimm. Auch, dass er sich jetzt auf dem Bauch, da sie die Postleitzahl, glaube ich, auch tätowieren lassen hat. Bruder, ist doch sein Körper, Alter. Im Gesicht ist auch eh immer so eine Sache. Du siehst den Mensch zum ersten Mal und dann denkst du dir vielleicht, oh,
Und nach 2 Stunden hast du dich dran gewöhnt und dann ist das gar nicht mehr, ist das nicht mal mehr was Besonderes. Das weiß ich nicht. Was hatten die da stehen? Das glaube ich nicht. Als ob der sich einen Tätowierer sucht, der das nicht mal buchstabieren kann, Alter. Oh, was war der da? Doom it to live life. Monte kann doch selber kein Englisch. Ja, aber der Tätowierer wird doch wohl Englisch kennen, Alter. Es gibt 2 Arten von Tattoos, die ich mir stechen lassen würde. Im Gesicht irgendwas und wenn auf dem Körper irgendwo, alles nur in arabischer Schrift. Aber komplett. Und da würde ich nicht auf den Tätowierer vertrauen, dass der irgendwie auf Arabisch was hinbekommt, Alter. Aber ich könnte zum Beispiel nach Marxl in die Moschee gehen und mir da Sachen übersetzen lassen. Auch wenn das nicht gern gesehen ist, dass man sich tätowieren lässt, natürlich in der Religion, aber der Körper gehört laut der Religion Gott und nicht dir. Aber die machen das trotzdem. Die würden dir trotzdem helfen. Ich finde, arabische Schrift ist die schönste Schrift der Welt, Alter. Nein! Du bist so klein, du bist 1,30. Doom to life. Zum Leben verdammt, aber wird live jetzt mit F oder mit V geschrieben? Ja, Salty, was sagst du denn da? Der hat doch das richtig geschrieben. Auf seiner Stirn. Live mit F. Oh. Bald Aussprache ist heute gegen Monte. Live ist ja zum Beispiel live, ne? Also, ja, wie live gehen. Mann, Alter, als ob der eine Tätowierer hat, der das nicht richtig schreibt. Ich bitte dich. Ja, da hat bestimmt wieder irgendeiner irgendwo Quatsch erzählt, weil der den dissen wollte. Ja, wie Alternate Life, genau, live leben. Ist ja cool. Ist falsch, war ein Songtext von Lil Peep. Was denn? Hat er sich einen Song von Lil Peep tätowieren lassen? Oder was? Wie, der hat sich selber die Stirn tätowiert? Wie das denn? Ach so. Ach, die Ami-Rapper, Alter, die sind... Junge, Alter, was die alles tätowiert haben in der Fresse, ne? Lil Peep fühle ich null. Oh mein Gott, Bruder, was? 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 Bro. Oh mein Gott, hör dir das Lied an. Da, Starshopping, Alter. Bruder, hör, bitte. Mach deine Augen zu, genießet. Lil Peep ist... Leider sind die Besten irgendwie alle früh verstorben, ne? Alter, Pop Smoke weg. XXXTentacion weg. Peep weg, Alter. Das ist so richtig wie damals so Emo-Rap, Alter. So richtig Deep Talk Shit. Voll gut. Das ist so richtige Musik, wo du abends im Auto sitzt und mitten in der Nacht auf der Autobahn, es regnet, Alter. Du machst das einfach an und dann fährst du einfach.
Ja, stimmt, nimmst die Hassel auch weg, Alter. Juice World weg. Also stimmt, dass du ein Zungenpiercing hast? Ja, ja, der leuchtet sogar im Dunkeln. Hier Mix auch weg. Mac Miller auch schon lange. Bei Mac Miller gab er da auf Twitter vor den Shitstorm, Alter. Da haben voll viele geschrieben, ist er doch selber schuld, wenn er so viel Drogen nimmt und so. Dankeschön, Seamaster. Ich hoffe, dein Raid war gut und du hast Items bekommen. Ah, das ist ja klar. Ich werd traurig. Alter, XX. Ich weiß noch, als Güffi mir XXXTentacion gezeigt hat, ne? Weil vorher konnte ich den nicht leiden. Ich habe mal ein Lied von dem gehört und dachte mir, was für eine Kacke, Alter. Ja, ich dachte, das ist so Mumble-Rap, so. Bro, der macht einfach Dings, Alter. Wir hören jetzt einfach Skins von dem. Das Album. Er hat so gute Mucke gemacht. Ja, Wu-Tang, Bruder, da kannst du. Ey. Die einzige Legende ist nur Dr. Dre, war das mit Snoop Dogg und so? Junge, Ice Cube, Alter. Hallo, lassen Sie mal die Leute in Ruhe. Was bist du denn für eine Schwitzerin, Alter, hier auf Rechtschreibung? Geh doch zurück in Grundschule, Alter. Lass den Jungen das schreiben, wie er das will. Auch traurige Mucke von XXX, ne? Aber ist egal. Immer wenn ich die Mucke höre, habe ich so einen faden Whisky-Geschmack im Mund. Ich weiß auch nicht warum. Das war eine ganz böse Zeit bei mir, Alter. War gar nicht so lange her. Ja, ja, der arbeitet jetzt bei Burger King bei mir um die Ecke. Lemus, brauchst du nicht entschuldigen. Alles gut, Buddy. Ja, aber der ist immer noch am Leben. Ja. Der streamt, by the way, auf Twitch. Ich hab letztes Mal zugeguckt, wie der Madden gezockt hat. Da saß er da mit einem Blunt, der war dicker als mein Arm, Alter. Ich schwör bei Gott, Junge. Hat er einfach reingehustelt. Ich hoffe, dass der irgendwann mal Fortnite entdeckt, Junge. Nee, Jocelyn Flores. Jocelyn Flores, Bruder. Was war dein erster Deutschrap-Song? Boah. Ein Fantastischen Vier oder so ein Shit. Mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingslieder. Ja, Sammy Deluxe hier Dings, ne? Weck mich auf zum Beispiel. Und Savas natürlich, Alter, Savas. DJ Bobo, Beste. DJ Bobo, Alter. Fettes Brot, ja, ja. Und dann irgendwann so Plattenpapst entdeckt, Savas und so ein Shit. Und dann kam, glaube ich, bei mir schon Dings. Agro Berlin. Ja, Hollywood Hank ist halt auch, ne? Und Pidi Valili, Alter. Pit Valit. Und JW. Dann habe ich irgendwann RBA entdeckt und dann war komplett vorbei. Stimmt, Azad, Alter. Azad auch gut. Azad immer schon gut gewesen. DCV DNS ist aber so ein Meme, Alter. JW ist. Und
Und was ich auch ganz krass gepumpt habe, Alter, ist Casper gewesen damals, ne? Boah, Casper war Liebe, Alter, und Prinz Pi und so. Und Curse, boah, Curse auch. Ja klar, Reason for, natürlich. Was? Keine Ahnung, Bruder. I don't know. Wie heißt das? Jocelyn Flores? Das hat 1,5 Milliarden Klicks auf Spotify. Alter. Group Hacker, Alter. Ich weiß noch, wie die bei Stefan Raab saßen und gesagt haben, das waren alles drei Industriereiniger oder sowas. Die haben alle ihren Job gekündigt nach dem Track. Bester Deutscher von MK. Lucky, viele wissen gar nicht hier, wer MK ist, ne? Und der streamt sogar. Ganz viele wissen gar nicht, wer MK ist, Alter. Das ist auch eigentlich voll die Deutschrap-Legende, so was Untergrund betrifft. Mit Weekend und so ein Scheiß, Alter. Die ganze VBT-Kacke und so. Mit MK haben wir auf GTA Live RP gezockt, Junge. Den habe ich ein Mikrofon mit Stay zusammen gekauft, weil der so ein Güffelding hatte. Der hat Schüsse im Netz abgemischt und so für uns. Ah, RBA war der Shit, Junge. Jetzt wird langsam traurig hier wegen der Musik. Ja, ich sag, die haben Dipset getragen, Junge. Die waren komplett. Ich höre Rock und so. So, das ist mein Drittlieblingslied, Moonlight, Alter, von XXX. Und die indische Version davon. Die indische Version ist auch gut. Moonlight, oh. Nicht die Endbombe droppen. Auch ich hab auch Punkrock und so, höre ich auch, Alter. Ballet von my Valentine, die ganze Kacke da. Wurde Kollege nicht durch RBA bekannt? Ja, der hat ja auf jeden Fall angefangen. Mein ganzes Leben gab es nur eine Richtung und die hieß Techno. Ne, konnte ich mir noch nie geben. Ich finde das auch so anstrengend, wenn man RP zockt und die ganze Zeit so Techno im Hintergrund hat, ne? Das ist so anstrengend. Roland Ranz. Was ist denn an so? Wie K-Pop mega geil. Ich habe eigentlich nur Spaß gemacht, ne, aber. Ja. Hä, wo gehst du hin? Wie, um 11 Uhr? Was ist mit dir los? Lüg nicht. Bye-bye. Okay, dann machen wir noch Schlagers Beste. Boah. Ich hab das immer so gehasst auf der Kirmes bei diesem Bierding, ne? Und dann an dieser Bühne und die haben da immer alle Schlager gepumpt, Junge, Alter.
Schlager ist geil zum Saufen, wenn du schon was gut. Nee, auf gar keinen Fall. Edel schreibt Andrea Berg, ich liebe dich. Wir reden hier alle von Legenden, aber niemand erwähnt den Wendler. Ich bin empört. Wir reden hier über keine Verschwörungstheoretiker. Und den Mr. Savian, du kannst auch direkt in eine Tonne kloppen, Alter. Was für Vollidioten, Junge. Alter. Und dann hat meine Mutter vor ein paar Monaten so ein Bild bei WhatsApp drin gehabt, im Status, so von wegen, wenn du eine Impfung hast, kriegst du so Nanotechnologie in dein Blut gespritzt, Junge. Da dachte ich mir so, ach du heilige Scheiße. Doch, nö, Mutter, lass Facebook beiseite. Facebook benutzt keine Sau mehr. Lass es einfach sein, Alter. Boah. Der wäre sein Hirn weggeraut. Ich habe Xavier mal was verkauft, als er im Delta war. Also nicht verkauft, geteilt, so, gegeben. Anschlag habe ich dem gegeben, was geht ab, Bruder? Deine Mom schon mal deinen Stream gesehen? Klar. Dankeschön, Askan. Nee, die guckt nicht mehr so viel wie am Anfang. Bro, die sitzt gerade irgendwo in Ägypten am Strand, Alter. Die chillt ihr Leben komplett weg. Wohin, Lan? War's Türkei. Bringst du mir... Oh, Bruder, bringst du mir mit? Ja, Mann, bring mir mal was mit, Alter. Ich brauch Schuhe, Alter. Nicke. Adidi das, Junge. 17 Streifen, Alter. Was ist denn das Lied? Das Album war das Nummer. Ja, klar, versteht ihr. Hör doch. Die hat auch, als ich angefangen habe, Peanut zu spielen, mir geschrieben, ich will den nicht sehen, ich will Kante sehen. Das ist kein Witz. Ja, ist Schauspielerei im Internet. Also so sehe ich das als Appearen. So Comedy-Schauspielerei. Und von meiner Schwester kriege ich immer Ärger, wenn ich irgendwie so zweideutige Sachen sage. Oder wenn ich frech zum Güffi bin. Ja, Kokainchen, ich habe Geburtstag. Dankeschön. Jo. Du musst mein T-Shirt rausbringen mit Hingepäckchen. Nee, Bruder, ich mach keinen. Diesen Merch mache ich nicht. Wenn jemand wirklich Interesse an irgendwas von mir hat, so der möge ins Discord gehen. Da gibt's einen Channel, der heißt Merch. Ich gebe, wenn das noch aktuell ist, aber ist, glaube ich, nur aktuell. Ich gebe so Airbrush-Bilder raus. Handgemachte. Nicht von mir selber, sondern von jemandem, den ich kenne. Mit Emotes oder was man sich auch immer wünscht. Und signier die. Weil das für mich ist das was Persönliches. Statt so ein hässliches T-Shirt, wo ich keinen Einfluss auf die Qualität und so habe, weißt du? Ich werde niemals so einen Merch raushauen oder Tassen oder so. Nee, das. Ach, das muss das schon richtig knallen, Alter. Ja, aber das kannst du vergessen. Ich denke, die sind noch aktuell einfach, weil meine Schwester, weil so du, da gibt es eine E-Mail, der du schreiben kannst, da wird meine Schwester die antworten. Das müsste nur aktuell sein. Obwohl, warte mal, es kann sein, dass der gerade im Urlaub ist, aber das wird dir dann per E-Mail geantwortet, also beantwortet.
Mach Sturmhaube. Ich warte immer noch auf die Curtis-Display-Ausgabe. Ich habe der Kers mal. Die Kers hat mal geguckt, aber die nehmen momentan bei Display keinen neuen Job an. Sonst hätte ich die schon längst geholt dafür. Leider nicht, leider nicht. Ja, Ticke. Gerne, gerne. Displays werden echt nice. Ja, das kurz Badewasser, aber ich geh nie baden, Bruder. Ich geh nur duschen. Beim Baden schwimmst du im eigenen Dreck, ekelhaft. Ich nehme auch Fußabilder von dir. Boah, Bruder, wird schon wieder spät. Dad. Das wird mir schon wieder hier. Das ist schon wieder spät, wir haben 11 Uhr. Ich werde mich jetzt auch nämlich verziehen. Ich werde jetzt noch ein Stück Dings essen gehen. Dann gehe ich duschen und dann stelle ich mich ins Bett. Und wir sehen uns nachher wieder, ganz normal. Mit Permakiss, höchstwahrscheinlich. Selber Ruhe. 4 Stunden. Ich mach das jetzt so. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Geburtstag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Gartic Phone. Ich fand's super lustig. Gab es Kuchen? Ja, es gibt mega geilen Cheesecake, Alter. Und so eine Minion-Torte, die habe ich noch nicht probiert. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Hab mich sehr, sehr gefreut. Haben wir zusammen zelebriert. Meine 31-Kite. Immer diese Short-Streams anzap. Space World nicht schlimm. Ist es okay, wenn ich den Screen offen auf meine Wade mache? Bruder, mach, wie du möchtest. Also wenn du das wirklich machen willst, dann tu es, Alter. Kann dich nicht daran hindern. Die Grafiken kann man benutzen für nicht kommerzielle Zwecke. Lass mal Liebe da, Chat. Ja, man kriegt geschlafen in den Chat. Vielen lieben Dank für den Support. Absolut insane, was heute wieder passiert ist. Dankeschön. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Bleibt alle gesund. Und bis nachher. Okay? Küsschen. Hallo, wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Hallo? Ist überhaupt noch jemand? Oh. Hallo? Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Ich mach aus jetzt. Tschüss! Bye-bye. Bis nachher. Und gute Nacht. Tschüss!